perfekt. Sie bemerkt es nicht. Ich schleiche mich einfach an Claudia vorbei. Martin, warst du das gerade? Ich habe da irgendwas im Augenwinkel vorbeihuschen sehen. Ach, Schatz, ja, ich war das, ja. Ich habe was ganz, ganz Dringendes zu tun. Ja. Handwerksarbeit und so. Minecraft-Arbeit eher. Ach, Martin, komm doch mal bitte her. Wir haben doch noch was zusammen vor heute. Oh, Claudia, also nie darf ich spielen. Alleine. Martin, ist das jetzt wirklich dein Ernst? Hast du etwa total vergessen, was heute noch ansteht? Wie, wir haben Termine heute? Ist doch Wochenende, Schatz. Martin, du hast es echt total vergessen. Heute ist doch die große Wahl zur Bürgermeisterschaft. Wir müssen in die Grundschule gehen und unsere Stimme abgeben. Oh, ist das wirklich heute? Oh, das wollte ich eigentlich verdrängen. Hatte ich auch bis eben. Oh, toll. Und vielleicht können wir das Ganze als kleinen Familienausflug aufziehen. Was ist denn? Wir gehen alle zusammen dahin. Wir gehen in die Grundschule zusammen. Oh, cool. Ich war schon total lange nicht in meiner Grundschule. Oh, endlich kann ich mich auch mal fühlen wie ein Grundschulkind. Gelernt werde heute nicht. Und eigentlich haben wir auch in der Schule nichts Großartiges zu tun. Da ist nur die Wahl. Oh, was? Ist doch Wochenende. Ich möchte die Schule nicht sehen am Wochenende. Da muss ich auch Montag wieder hin. Ach, komm schon, Julian. Solange Mama und Papa wählen, können wir vielleicht draußen auf dem Spielplatz spielen. Ja, auf dem Spielplatz finde ich eigentlich auch ganz gut, aber ich glaube, ich mache bei diesem Wählen oder was das ist mit. Emma, das kannst du leider nicht. Das ist nichts für Kinder. Das machen nur die Erwachsenen. Das kann man erst ab 18 Jahren machen. Hat's nicht gerade noch an der Tür geklingelt? Ach, Claudia, ja, ich bin's, eure neue Bürgermeisterin, also fast neue Bürgermeisterin. Ich wollte nur noch mal Bescheid sagen, ihr wählt mich ja, ne? Und wo ist Martin? Dem will ich das auch noch mal sagen. Also, ich hoffe mal, dass Familie Vogel ihre Stimme für mich abgibt. Hier? Was will denn Tante Maren hier? Hi, Tante Maren. Verstehe ich auch nicht. Was machst du denn hier? Martin Vogel, dir ist schon klar, dass du heute deine Schwägerin wählen musst? Ich muss jetzt also meine Schwägerin wählen. Ja, gut, okay. So, das war's dann auch schon. Also, ich muss jetzt leider wieder gehen. Ich weiß, ihr würdet mich gerne noch da behalten, aber ich habe keine Zeit. Ich muss noch ein paar Besuche abstatten. Bis dann. Ich glaube, Tante Maren ist ziemlich unter Strom gerade. Tschüss, Maren. Also, diese Bürgermeisterschaftswahl, die macht sie wirklich fertig. Ach, Claudia, Schatz, ich dachte, bei den Wahlen, da kann ich eigentlich wählen, wen ich will. Und jetzt muss ich deine Schwester wählen, also meine Schwägerin. Muss ich das denn? Hä, warte mal, ich bin doch der Klassensprecher. Ich habe die Wahl gewonnen. Das ist jetzt unfair. Wie, Tante Maren will auch kandidieren? Nö, hat sie keine Chance. Leute, lasst uns einfach los. Julian, ich kann dir das jetzt nicht erklären. Also nicht jetzt, nicht auf diesem Niveau jetzt, ha? Hier sind ja echt viele Leute. Hier ist richtig viel los. Da sind auch Daves Eltern und Dave. Oh, hey, Hannah. Hey, Dave, schön, dich hier zu sehen. Kommst du mit auf den Spielplatz? Naja, die Kinder können ja auf den Spielplatz oder so. Und wir gehen dann kurz rein und sind dann gleich wieder da. Oh, wie konnte Papa nur? Wie konntest du mir nur so in den Rücken fallen? Wie kannst du nur Tante Maren unterstützen als Klassensprecherin? Martin, ich glaube, Julian hat ja irgendwas missverstanden. Klasse, ist doch jetzt egal. Er wird schon checken. Komm, lass uns jetzt nach oben. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Hallo, Frau Zahl. Wir sind gleich wieder da. Kinder, also schön spielen. Ich verstehe gar nicht, wie ihr alle so Spaß haben könnten auf dem Spielplatz hier, die ganzen Kinder. Wisst ihr überhaupt, was in der Schule passiert? Wir sind hier alle draußen und die Eltern bestimmen jetzt die Klassensprecher. Das haben sie nicht zu bestimmen. Wir müssen das machen. Wir sind die Schüler und Schülerinnen. Oh, wenn ich mir das nur vorstelle, Tante Maren wird Klassensprecherin bei uns in der Klasse sogar. Oh, das wäre schrecklich. Na Leute, alles klar, wir waren am Wochenende so. Ich hatte ziemlich viel Spaß. Ich habe auch, glaube ich, meine Hausaufgaben vergessen. Echt? Julian, habe ich das gerade richtig gehört? Du hast deine Hausaufgaben vergessen? Ja, Tante Maren, aber warum interessiert dich das? Julian, ich als Klassensprecherin bin verpflichtet, das den Lehrern zu melden. Also, du hast deine Hausaufgaben vergessen? Das merke ich mir sofort. Und du, Steve, hast du deine Hausaufgaben gemacht? Oder muss ich dich auch bei den Lehrern verpetzen? Wie bitte? Oh, chill doch mal, chill, wie Julian immer sagt, ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Und außerdem bin ich hier eigentlich der Klassensprecher. Wenn ihr jemand mit dem Lehrer was abzuklären hat, dann bin ich das. Julian, du weißt ganz genau, dass die Eltern mich alle als Klassensprecher gewählt haben. Die haben dich abgewählt. Ich bin jetzt hier die Klassensprecherin. Guten Morgen, Schüler. Und guten Morgen, liebe Klassensprecherin Maren. Dann fangen wir doch mit den Hausaufgaben direkt an, oder? Also, Frau Zahl, ich habe da einiges zu melden. Der Julian, der hat seine Hausaufgaben nicht gemacht. Was? Und Mia, ich finde, sie sollte meine Tasche tragen. Ich als Klassensprecherin sollte eine Tasche getragen bekommen und sie ist ihrer Pflicht nicht nachgekommen. Und Sarah, die soll eigentlich was zu essen und zu trinken für mich mitbringen. Ich bin hier die Klassensprecherin und das hat Sarah nicht gemacht. Also, das klingt ja wirklich ziemlich übel. Das sollte man doch der Klassensprecherin nicht zumuten. Ich glaube, da gibt es ein paar Klassenbucheinträge für Julian, Mia und Sarah. Also ich bin ganz ehrlich, als ich noch Klassensprecher war, da hat es sowas nie gegeben und hätte es auch nie gegeben. Ich bin ein guter Klassensprecher. Klassensprecher? Julian, träumst du? Die anderen sind schon vorgegangen. Ich wollte da hinten zu meinen Freunden und du stehst hier wie angewurzelt. Emma, geh du nur. Du kannst ruhig schlafen nachts. Ich weiß, aber ich muss dir was verhindern. Tante Maren darf doch hier nicht Klassensprecherin werden. Hey, Julian, ich bin hier oben. Wo willst du denn hin? Julian! Steve, was machst du denn da rum? Wir haben was zu erledigen. Wir sind wieder in geheimer Mission. Also, heißt das jetzt, ich muss runter oder kann ich nach oben? Also, ich wollte eigentlich nach oben zu Sarah und mir. Hey, Julian, ich bin auch da. Mein
sind gerade drinnen zum Wählen. Also ich dachte, wir wären beste Freunde. Ich verstehe euch langsam nicht mehr. Wie könnt ihr sowas nur zulassen? Ich bin der Klassensprecher. Julian, ich glaube, das ist keine Klassensprecherwahl. Ha, du glaubst also auch den Erwachsenen. Ich nicht. Wir haben zu bestimmen, wer unser Klassensprecher ist. Mir nach. Ach, ist das eine Klassensprecherwahl? Ich dachte, also deswegen haben Mama und Papa mir das nicht so genau gesagt. Hey Kinder, hey ihr da. Hör mir mal alle zu, ich brauche eure Unterstützung heute. Oh, was machst du hier für einen Großen? Was willst du, Kleiner? Mario, ganz ehrlich, wir können uns immer streiten, aber heute nicht. Ich brauche sogar heute deine Hilfe. Wir wollen unsere Klassensprecher selber wählen und das soll auch so bleiben und soll sich nicht ändern und nicht von unseren Eltern bestimmt werden, oder? Oh Mann, Dave, ist das kein... Wer ist bei mir? Das ist mein Bruder. Was soll ich denn jetzt machen? Mir nach, wir stürmen jetzt die Schule. Los jetzt, Anna, komm. Julian, warte mal gerade. Ich glaube, du hast da was falsch verstanden. Nein, ich lasse mich nicht aufhalten. Los jetzt. Ja, wir wählen unsere Klassensprecher selber, obwohl ich noch gar nicht in der Klasse bin. Das ging mal schnell. Dann gucken wir am besten mal, wo unsere Kinder jetzt stecken. Martin, ich traue meinen Augen nicht. Siehst du die Kinder da hinten? Die haben ja eine richtige Demonstration gestartet. Und ist das Julian da ganz vorne? Claudia, ich sagte, das waren vielleicht 5 Minuten, die wir mal weg waren. Und schon bricht hier wieder das Chaos aus. Wahrscheinlich wegen unserem Jungen. Mir nach! Das können wir alles hier nicht zulassen. Heute das und morgen kein Pausenbrot mehr. So nicht! Julian, ist irgendwas vorgefallen? So nicht! Worüber regst du dich denn so auf? So nicht! Mama, lass mich los! Auch du gehörst zu den Bösen in dieser Geschichte. Du willst auch mal in unsere Klassensprecher wählen. Das geht nicht! Ach Julian, langsam reicht es aber. Wir haben die Bürgermeisterin gewählt, keine Klassensprecherin. Also bitte! Und das war's mit diesem Familienausflug für Familie Vogel. Wir gehen jetzt nach Hause, bitte. Mama, also ich hab's Julian schon gesagt, aber irgendwie wollte er mir nicht glauben. Mama, aber wir wählen unsere Klassensprecher selber. Papa hat recht, das war die Bürgermeisterwahl. Und da wählen wir denjenigen oder diejenige, die in der Stadt was zu sagen hat und nicht in deiner Klasse, Julian. Oh, jetzt wirklich? Also ich dachte, Wahl heißt immer Klassensprecherwahl. Ich wusste gar nicht, dass man den Bürgermeister wählen kann oder so. Naja gut, hab ich mich wohl vertan. Leute, Rückzug, ihr könnt wieder auf den Spielplatz. Wir brauchen doch nicht die Schule stürmen. Oh, ey. Ich hätte nie gedacht, dass so eine Bürgermeisterschaftswahl solche Probleme machen kann. Und vor allem die Kinder. Ja, jetzt kann ich nur hoffen, dass Maren nicht unsere Bürgermeisterin wird. Martin, aber sie ist doch meine Schwester. Also ich würde es ihr wirklich gönnen. Sie hat's verdient. Guck mal, Martin, in deinem Fernsehen, das sind jetzt die Ergebnisse der Wahl. Ja, ja, ja. Und unsere neue Bürgermeisterin ist gleichzeitig unsere alte Bürgermeisterin. Wie? Die alte Kandidatin. Oh yes, Hauptsache nicht Maren. In der neuen Amtsperiode. Ach, schade. Martin, wie kannst du dich nur so darüber freuen, dass meine Schwester nicht Bürgermeisterin geworden ist? Ich bin so froh und so erleichtert. Und jetzt, wo ich darüber nachdenke, ich kann irgendwie verstehen, warum sich Julian beschwert hat. Also, als Klassensprecherin würde ich sie auch nicht gerne haben wollen und ganz bestimmt nicht als Bürgermeisterin. So ganz im Geheimen, ich eigentlich auch nicht. Aber wenigstens hat es dieser Spuk ein Ende. Keine Bürgermeisterschaftswahl mal jetzt. Mann, hab ich schlecht geschlafen, aber jetzt startet der Tag. Dann will ich mal mit meiner Morgenroutine beginnen. Guten Morgen, Puppe. Guten Morgen, kleiner Drache. Guten Morgen, Prinzessin Schloss. Und hallo, Prinzessin Emma. Ach, das bin ich ja selbst. Dann geh ich doch mal besser runter und guck, ob mein Kakao schon fertig ist. Guten Morgen, Julian. So wie es aussieht, schläft er noch. Mann, oh Mann, der ist so eine Schlafmütze, würde Justin sagen. Ich könnte ja schon mal Julians Rucksack runtertragen, weil dann kann ich dafür Pluspunkte sammeln. Dann kann ich vielleicht auch mal öfter ins Tablet oder so oder meine App installieren. Achtung, Platz da, Emma. Ich hab's eilig. Hanna, ich wollte dich noch was fragen. Was denn, Emma? Wie, was? Also ich hab keine Zeit. Ich muss direkt zur Schule. Ach so, ja gut. Ach, guten Morgen, meine beiden Mädels, na? Hey Mama, ich bin mal wieder spät dran. Ich nehme mir nur einen Apfel mit. Bis später. Das kann doch echt nicht wahr sein. Emma, was ist denn los? Irgendwas passiert? Ich trau meinen Augen nicht. Wow. Emma, hast du Wahnvorstellungen? Bildest du dir irgendwie was ein oder so? Also ich sehe nichts Außergewöhnliches. Oder hast du vielleicht Fieber? Lass mal fühlen. Finger weg, nein, ich habe kein Fieber. Ich mache nur solche Augen, weil mein Kakao noch nicht da ist. Ach so, Emma, ja, da musst du dich noch einen kleinen Augenblick gedulden. Ich hole den sofort. So, Emma, da hast du deinen Kakao. Na gut. Nur für das eine Mal noch, ein bisschen zu spät. Wenn es jetzt keinen Kakao gegeben hätte, dann wäre der Tag gelaufen. Mann, was für eine Morgenroutine, Katastrophe. Also manchmal ist sie wirklich auf einem riesigen Kakaotrip. Ich weiß auch nicht, von wem sie das hat. Aber übertreiben tut sie auf jeden Fall. So, schwuppdiwupp, jetzt hast du deinen Kakao getrunken und jetzt musst du dich dringend fertig machen. Es geht doch gleich zur Kita. So, Emma, hopp, 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 ins Badezimmer. Mach dich fertig, Gesicht waschen, Zähne putzen und so weiter. Hier ist besetzt. Hallo, hier kann keiner rein. Was willst du hier? Oh, Kinder, ihr müsst euch das Badezimmer teilen. Wir haben nur dieses eine. Naja, jetzt überschneidet sich das. Julian, sonst musst du früher aufstehen. Du bist echt spät dran. Hey, was soll das? Das ist meine Zahnbürste. Raus aus dem Mund. Ist das eklig. Was? Nein, das ist meine Zahnbürste. Nein. Ich will nie deine Zahnbürste nehmen. Ist ja ekelhaft. Oh, naja, okay. Einmal ist kein Mal. Jetzt gib sie mir zurück. Ich bin gleich zu spät dran. Ich muss zur Schule. Julian, deine Zahnbürste liegt da vorne neben der Toilette. Guck doch.
Hä, sag mal, wie kommt die denn dahin? Also ich habe sie nicht da gelassen. Ich habe sie letztens in der Badewanne gelassen und jetzt da? Naja, gut, okay. Also ich war das nicht, ich schwöre. Ich würde niemals eine Zahnbürste verstecken. Oder vielleicht doch. So, alles erledigt. Dann kann ja jetzt endlich der Tag in der Kita starten. Guten Morgen, hallo, ich bin endlich da. Guten Morgen, Emma. Hallo, Emma, komm rein. Und was auf gar keinen Fall morgens fehlen darf, ist ein ausgiebiges Bad im Bällebad. Malik, Emma, Platz da. Jetzt komme ich auch noch ins Bällebad. Oh, das war witzig. Und, ist alles klar bei euch? Ja, was soll denn bei mir passiert sein? Ist doch gerade mal morgens. Wir sind in der Kita, alles ja, gut. Ja, bei mir auch. Und von Maurice brauchen wir gar nicht reden. Der ist ja schon wieder da unter seinem Spiel oder so. Keine Ahnung. Aber es fehlt da noch jemand. Moment, 1, 2, 4. Isabel fehlt noch. Stimmt, Isabel ist doch nicht da. Die ist doch sonst auch immer ganz früh. Guten Morgen, Brigitte. Also irgendwas ist heute in der Morgenroutine von Isabel ein bisschen durcheinander geraten. Naja, wir sind spät dran. Ja, das ist gar kein Problem, Frau Schnösel. Morgenroutine von Isabel? Was soll denn da durcheinander gekommen sein? Hallo allerseits, guten Morgen. Also Isabel, du denkst dran, ich hole dich nachher ab und dann hast du deine Sportsession. Okay? Also bitte pünktlich fertig sein. Ein Kindergartenkind, was eine Sportsession hat? Vielleicht sowas wie Kinderturnen? Keine Ahnung. Oh Mann, ihr könnt euch nicht vorstellen, was heute vorgefallen ist. Die Beauty-Expertin ist zu spät gekommen. Eine was? Eine Beauty-Expertin? Oh Mann, war klar, dass du das wieder nicht kennst, Emma. Beauty, eine Schönheitsexpertin. Und was macht die da morgens bei euch? Schönheit? Also... Isabel, also bei dir hat sie dann irgendwie nicht so, ne? Oder? Also das höre ich jetzt auch zum ersten Mal. Bei uns war noch nie jemand so da. Und Isabel, was macht die dann morgens bei euch? Naja, also die kommt jeden Morgen und macht das alltägliche Beauty-Programm mit mir. Eben meine Morgenroutine. Okay, und also das verstehe ich irgendwie nicht. Fräulein Schnösel, ich bin heute ein bisschen spät dran, aber wir machen heute das alltägliche Morgenbad. Oh, ich habe schon auf Sie gewartet, aber naja, es ist nicht schlimm, dass Sie sich verspätet haben. Frau Schnösel, ist das Wasser so angenehm? Ja, sehr angenehm. Und der Schaum duftet. Also jeden Morgen ein Bad und was als nächstes kommt, weiß ich natürlich auch schon. Also gut, nach dem Baden werde ich dann Ihre Haare mal bürsten mit Bürste Nummer 1 und 2. Und Bürste Nummer 3 darf natürlich auch nicht fehlen. Ganz genau, die ist jetzt als nächstes dran. Das macht die Haare schön seidig. Was? Wie bitte? 3 Bürsten am Morgen? Also ich bin mit einer schon überfordert. Ja, ich kann meine Haare eigentlich fast nie... Oh ja, stimmt, das habe ich heute Morgen auch total vergessen. Naja, muss Mama ja nicht wissen. Ihr kämmt euch eure Haare morgens nicht mit 3 verschiedenen Bürsten? Oh, okay, jetzt verstehe ich endlich, warum ihr alle so zottelige Haare habt. So, dann habe ich hier für Sie einmal die Gurkenmaske aufgelegt. Ich hoffe, das ist angenehm. Ja, vielen Dank, sehr angenehm. Schön kühlend. Oh, das war's dann ja mit unserer Beauty-Routine. Ich danke Ihnen vielmals. Also, sie ist wirklich die Einzige hier im Hause Schnösel, die höflich ist. Ach, da bist du ja, Isabel, endlich. Also, was möchtest du frühstücken? Was soll Mama dir hinstellen? Ist es die Ananas oder ist es die Wassermelone? Mama, haben wir keine Passionsfrüchte oder Kaki? Also los, Isabel, nein, wir haben heute nur die Ananas und die Wassermelone. Jetzt beeil dich, du bist echt spät dran. Also gut, ich entscheide mich für die Ananas. Sie haben es gehört, meine Tochter möchte Ananas frühstücken. Bitte zubereiten. Alles in Ordnung, das werde ich sofort machen, Frau Schnösel. Selbstverständlich doch. Naja, und nach dem Frühstück, da muss ich mir immer irgendwas Schönes anziehen und dann macht Mama ein paar Fotos von mir für Instagram. Oh, sehr schön, Isabel. Ja, genau, bleib so sitzen. Das werden meine Follower ganz toll finden und dieses Outfit von Gucci sieht echt süß bei dir aus. Mutter, also du weißt ja, wir sind etwas spät dran. Hast du das Foto jetzt gemacht? Isabel, du weißt ganz genau. Also, wir brauchen das. Wir müssen unsere Follower glücklich machen. Und die finde ich einfach so toll. Also bitte noch ein Foto. Stell dich mal da drüben hin. Okay, also dort? Ja, ganz genau. Perfekt, ja. Und jetzt bitte lächeln. Ach, da sind Sie ja, Frau Isabel Schnösel. Ich warte schon länger auf Sie. Unsere alltägliche Nachhilfestunde steht doch an. Ja, verzeihen Sie bitte. Also, irgendwie ist meine Morgenroutine heute etwas durcheinander geraten und ich bin spät dran. Aber ich bin jetzt bereit. Sie können mir jetzt Matheaufgaben stellen oder auch Fragen aus Politik oder dem Finanzwesen stellen. Nun gut, ja, dann machen wir doch als allererstes mal Mathematik. Ja, super, ich bin bereit. Naja, und die Mathestunde hat dann eben etwas länger noch gedauert und deswegen bin ich heute ein bisschen zu spät gekommen. Isabel, du machst morgen schon Mathe vor der Kita? Wie, aber was für Mathe denn? 1 + 1 = 3. Emma, also hast du morgens keinen Matheunterricht? Nein, vielleicht später mal, aber ich kann eigentlich tun und lassen, was ich will. Ich trinke meinen Kakao, spiele mit meinem Spielzeug und dann bin ich auch schon zufrieden. Puh, also heute bin ich endlich mal nicht zu spät. Die Lehrerin ist ja noch nicht da.
Oh, aber jetzt ist gleich der Unterricht bei Frau Diva. Ich habe so keine Lust da drauf. Was, Frau Diva? Ich dachte, wir haben jetzt Mathe bei Frau Chillig. Oh nein, da müssen wir die ganze Zeit wieder irgendwelche Komplimente sagen und aufschreiben. Darauf habe ich keine Lust, deswegen bin ich nicht in der Schule. Oh, dabei kommt mir gerade ein Licht. Also ich hätte eine Idee. Ich hätte eine Idee, das rettet unseren Tag. So, ich schreibe jetzt einfach schon mal was an, damit sie gut gelaunt ist. Sowas wie Frau Diva kann gut schminken, ja. Und dann können wir endlich normalen Unterricht machen. Oh, das war eine klasse Idee von mir. Also manchmal frage ich mich, was kann ich als Klassensprecher machen? Und genau sowas. Endlich. Und Frau Diva wird endlich ruhig sein. Hoffentlich. Oh Mann, Julian, Frau Diva kann gut schminken. Die wird sich mega freuen. Aber Julian, dir ist schon klar, dass das eigentlich gelogen ist, weil die sieht immer total schrecklich aus, wie so ein Clown. Guten Morgen, Kinder, da bin ich. Oh, ich hoffe, sie wird gut reagieren. Ja, und wir können direkt mit dem Unterricht starten. Was lese ich da? Frau Diva kann gut schminken? Ja, das stimmt. Ich kann gut schminken, sehr gut sogar. Also eigentlich kenne ich ja von euch sowas nicht, dass ihr mir so gute Komplimente macht. Sehr schön. Trotzdem wollen wir das heute noch ein bisschen weiter üben. Ich habe hier einen Test für euch vorbereitet. Da tragt ihr bitte 3 Komplimente für mich ein und das wird auch benotet. Und dafür habt ihr jetzt 20 Minuten Zeit. Also 3 Komplimente an Frau Diva. Oh Mann, 3 Komplimente an Frau Diva, aber was soll ich denn da schreiben? Und wenn es da eine schlechte Note drauf gibt, wenn ich nicht das richtige Kompliment mache? Oh toll, das hat ja gar nicht geklappt. Das ist wohl nach hinten losgegangen. Und jetzt müssen wir hier einen Test schreiben und der wird benotet. Ich dachte, in der ersten Klasse wird nichts benotet bei uns. Oh Mann, endlich Pause. Das war richtig blöd mit dem Test bei Frau Diva. Oh, also ich habe geschrieben, Frau Diva hat schöne Fingernägel, Frau Diva hat einen Klamottengeschmack und Frau Diva hat die schönsten Haare der Welt. Hoffentlich gibt es eine gute Note da drauf. Also Leute, ich hätte da mal eine Frage. Habe ich da was falsch gemacht? Ich habe das einfach von der Tafel abgeschrieben und das 3-mal. Frau Diva kann gut schminken, Frau Diva kann gut schminken, oh, Frau Diva kann gut schminken. Oh, wisst ihr was, Leute, das reicht mir jetzt langsam. Also jetzt habe ich hier aber die wachsende Dicke. Die kriegt jetzt so einen richtigen Prank von mir. Also, dass sie weiß, dass sie das nicht nochmal machen darf. Und ich wäre nicht Julian Vogel, wenn ich schon eine Idee hätte. Was hast du vor? Wo ist denn hin? Hallo, Herr Chillig, es gibt hier einen Notfall. Es gibt einen Notfall. Ich muss mal telefonieren oder so. Julian, ist denn irgendwas passiert? Weil sonst kannst du hier nicht einfach so telefonieren, das weißt du schon. Herr Chillig, das ist wirklich eine Ausnahme. Ich muss meine Mama anrufen. Wollen Sie etwa nicht, dass ich meine Mama anrufe und traurig bin den ganzen Tag und sie dann nerve? Ja gut, Julian, dann mach mal ruhig. Herr Chillig, können Sie bitte raus? Das ist privat. Das ist ein Telefongespräch. Jetzt werde ich von einem Erstklässler aus meinem Büro rausgeschickt. Ja, dieser Julian Vogel. Typisch. Mama, ja, der letztens bei uns war. Nein, das ist kein Spaß. Das ist ganz wichtig. Ja, doch, bitte, bitte. Oh yes, Mama sagt ihm Bescheid und wir können Frau Diva so einen richtig auswischen. Sag mal, Julian, wo warst du denn die ganze Pause? Was ist jetzt dein Plan? Sag schon, muss ich da irgendwas machen? Bitte nicht. Und wir haben heute auch noch eine Doppelstunde bei Frau Diva. Die kommt gleich wieder. Oh, bitte nicht noch einen Test. Also Frau Diva ist gleich bestimmt da, das wissen wir. Aber da kommt noch jemand anderes. So, Kinder, da bin ich wieder und ich glaube, ihr habt mich alle schon vermisst. Ja, verstehe ich. Ich bin so toll. Ja, gerade sind sie ganz toll. Und gleich wird sie total verrückt aussehen. Also gut, Kinder, dann machen wir mal mit dem Unterricht weiter. Also, eure Tests schaue ich mir später an. Hey, Guys, also bin ich hier richtig? Ich glaube schon, oder? Ach, seid ihr alle hübsch. Wer ist das denn? Was will der denn hier? Der Friseur war letztens bei uns zu Hause. Der macht ganz, ganz schreckliche Frisuren. Und wahrscheinlich jetzt bei Frau Diva auch. Also, Entschuldigung, Sie stören meinen Unterricht. Was machen Sie hier? Oh, wow, Girl. Fabulous, fabulous. Du siehst so toll aus, aber ich hätte noch so viele Ideen. Oh, ich könnte aus dir ein richtiges Schmuckstück machen. Also, Sie finden mich hübsch und fabulous? What? Oh, ja, Girl. Du bist wie eine Meerjungfrau. Du bist einfach nur hübsch. Setz dich. Überlass alles mir. Oh, Frau Diva kann gut schminken. Ja, das bist bestimmt du, oder? Ach, oh, diese Schminke. Sag mal, oh, wie hast du das denn gemacht? Wie lange hast du dafür gebraucht? 2-3 Stunden? Was ist denn da los? Warum genießt das jetzt, Frau Diva, auf einmal? Ich dachte, die kriegt voll die schreckliche Frisur und regt sich auf, aber anscheinend gefällt es ihr. Oh, Girl, was sagst du zu dieser Hochsteckfrisur? Oh, fabulous. Eine Hochsteckfrisur? Also, das trage ich normalerweise nicht. Schau mal. Ja, das bist du, Girl. Das bist du. Oh, das sieht richtig toll aus. Sie haben so viel Ahnung von Frisuren. I know. Und sie können so tolle Komplimente machen. Ich bin so begeistert. Probieren Sie gerne weitere Frisuren bei mir aus. Oh, wie wär's mit einer neuen Haarfarbe, Girl? Hä? Was hast du dazu? Oh Mann, was machen die da? Jetzt bekommt Frau Diva eine neue Frisur? Und was macht dieser Friseur hier? Also ich glaube nicht, ich kann nicht glauben, dass ich das sage, aber ich würde jetzt gerne mal Unterricht machen, aber das wird hier, glaube ich, nicht funktionieren mit denen. Oh, also, liebe Schüler, ich finde das so toll von euch, dass ihr diesen Friseur für mich organisiert habt. Ihr wisst genau, was ich mag und das ist so lieb von euch. Und deswegen werde ich den Test auch einfach verschwinden lassen. Und ihr bekommt alle so eine gute Note von mir. Und ihr könnt jetzt auch rausgehen auf den Schulhof und spielen. Ich werde mich noch ein bisschen frisieren lassen.
Leute, raus! Das dürfen wir uns die zweimal so sagen lassen! Los! Also, naja, gut, okay, ich würde jetzt Unterricht machen oder Pause. Pause ist auch nicht schlecht. Oh, Girl, wo wollen die denn jetzt alle hin? Oh, ich dachte, ich hätte denen auch eine schöne Frisur verpassen können. Gerade bei diesem rothaarigen Jungen. Oh, da fällt mir so viel ein. Julian, ich glaube, der meint dich. Der will dir eine neue Frisur geben. Nein, nicht schon wieder. Schnell weg, Steve. Ab in die Pause. Du Schatz, also in den nächsten Wochen sieht das nicht so gut aus. Also hier bin ich früh, dann wieder spät und dann wieder Nacht. Also es ist immer ein bisschen gemischt und wir haben auch viele Krankheitsfälle momentan. Aber Martin, wie sollen wir das denn hinkriegen dann mit dem Job, wenn ich jetzt auch noch anfange zu arbeiten? Mach dir keine Sorgen, Schatz. Also notfalls können ja auch Oma oder Opa oder vielleicht der Stefan oder Harry nochmal nach den Kindern schauen. Oh, wie Emma wohl das finden wird, wenn ich jetzt wieder arbeite. Sie ist das ja gar nicht gewohnt. Das wird schon. Emma wartet immer noch oben auf ihre Gute-Nacht-Geschichte, also. Ach ja, total vergessen. Ich komme ja schon, Emma. Tut mir leid. Da bin ich mal gespannt, wie ich mich als Mama mache oder als Papa. Aber ich weiß schon, was ich meine. Also gut, Emmalein, die Geschichte, die ich dir heute erzähle, heißt Emma geht arbeiten. Ich meine, Mama geht arbeiten. Wie, was? Oh, Emma geht arbeiten wäre aber viel spannender. Mama geht arbeiten, das ist ja öde. Oh, nicht so eine Geschichte. Doch, das war eine wahre Geschichte, Emma. Also, Mama geht arbeiten. Ach, Quatsch, ich bin froh, dass du nicht arbeiten gehst. Du bist immer hier, wenn ich aus der Kita komme und so weiter. Ja, das wäre ja furchtbar, wenn du arbeiten gehst. Also, ich habe ja gedacht, ich kann ihr das Stück für Stück irgendwie beibringen, aber anscheinend will sie das gar nicht wahrhaben. Ich habe ihr doch schon die Geschichte erzählt. Naja, mal sehen, wie das wird. Das wird klasse, wenn Mama arbeiten geht. Dann kann ich mir immer den Schlüssel nehmen und Freunde einladen, weil es ja keiner zu Hause. Ach, Julian, das würde auf jeden Fall auffallen. Und denkst du, Mama und Papa lassen uns ganz alleine? Da wird jemand sein, der auf uns aufpasst. Julian, ich habe das genau gehört. Wenn ich arbeiten bin, dann kannst du nicht hier irgendeine Party veranstalten, wenn ich außer Haus bin, hm? Oh, warum muss ich immer so laut denken? Jetzt muss ich mir was anderes einfallen lassen. Vielleicht durch das Fenster? Hallo, Morgen, ich bin jetzt auch da. Was komisch war, ist, dass Papa mich geweckt hat. Bin ich überhaupt nicht gewohnt. Aber Emma, Schatz, also ich dachte, Rockmusik, die gefällt dir morgens früh. Also okay, dann mache ich das halt nicht mal als Wecker. Ist ja gut. Aber da fehlt doch was Wichtiges. Wo ist mein Kakao? Okay, Martin, das ist auch eine deiner Aufgaben. Du musst einen richtig guten Kakao machen für Emma. Schaffst du das? Keine Spiegeleier? Ah, Kakao, das bekomme ich hin. Wie mein Spiegelei. Pass auf, der Papa macht dir den besten Kakao der Welt. So, einmal der Papa-Spezial für Emma. Lass ihn dir schmecken. Also normalerweise macht Mama immer den Kakao. Mal sehen, wie der schmeckt. Oh, also wenn Martin das jetzt nicht hinkriegt mit dem Kakao, dann kann ich das total vergessen. Dann kann er mich nicht vertreten. Ich muss schon sagen, der war gut. Ich will noch einen, noch so einen, ja. Puh, Glück gehabt. Also der Papa-Spezial scheint ganz gut angekommen zu sein. So, Emmalein, Frühstück ist ja jetzt gelaufen. Dann würde ich sagen, ab zur Kita, oder? Ja, können wir gerne hin. Aber warum hast du denn so eine große Tasche dabei? Willst du noch irgendwo hingehen? Schwimmen oder so? Nein, ich würde nur noch nicht ohne dich schwimmen gehen. Die Tasche brauche ich viel später. Ich habe noch was vor. Und wenn du dann zurück aus der Kita bist, dann wird Papa auf dich aufpassen. Und der wird auch gemeinsam mit euch Mittagessen machen. Das ist doch gar kein Problem für den Papa. Und dann gibt's heute noch spezielle Spiegeleier mit ganz, ganz tollem Salz, sage ich euch. Oh, nö, bitte keine Spiegeleier, Mama. Kannst du das nicht machen? Ich will nicht, dass Papa das macht. Martin, mach dir keine Sorgen. Das kriegst du schon hin. Die werden das schon mögen, glaube ich, hoffe ich. Mama, können wir jetzt endlich los? Ich komme noch zu spät zur Kita. Also gut, Emmalein, hier wären wir. Viel Spaß. Und wo gehst du jetzt hin? Also reinbringen brauchst du mich nicht immer. Wo gehst du denn jetzt hin? Mama geht jetzt arbeiten. Gib mir noch einen Kuss. Wie, die meint das wirklich ernst? Sie geht jetzt arbeiten? Aber wo geht die, wo arbeitet die denn? Tschüss, Emmalein. Viel Spaß dann. Wir sehen uns nachher. Ob ich jetzt wohl in die Kita gehe? Aber mich interessiert brennend, wo Mama jetzt arbeiten geht. Oh, vielleicht ist sie auch Feuerwehrmann. Ich weiß es nicht. Ach je, Kinder. So wie es aussieht, kommt Emma heute nicht. Ich weiß nicht, sie hat sich nicht krank gemeldet oder so. Aber naja, vielleicht hat sie auch nur verschlafen. Heute ist aber schade. Ich wollte noch mit dir spielen. Ich wollte auch mit Emma spielen. Wenn Emma krank ist, mache ich mir Sorgen. Was hat sie bloß? Boah, das darf doch nicht wahr sein. Wie cool ist das? Mama arbeitet hier im Krankenhaus? Irgendwie hat sie das schon mal gesagt. Krankenschwester oder so. Ja, aber das hat sie doch ewig nicht gemacht. So, Claudia Vogel meldet sich zurück zum Dienst. Hallo. Ach, hallo Claudia. Ewig nicht gesehen. Schön, dass du wieder da bist. Ach, danke, ich freue mich auch. Also Claudia, du kannst dich direkt umziehen und dann sage ich dir, was heute zu tun ist. Ach, super. Das ist meine Chance, mich hier reinzuschleichen. Ich will unbedingt wissen, was Mama hier im Krankenhaus genau macht. Mann, warum sagt sie mir das nicht selber? Oh Mann, diese Klamotten hatte ich ja schon ewig nicht mehr an. Mal sehen, was heute meine Aufgaben sind. Ich hoffe nicht, dass ich zu eingerostet bin. So Claudia, als erstes Blut abnehmen. Dafür geh bitte oben in die 1. Ach, Blut abnehmen, das war immer meine leichteste Aufgabe früher. Ich hoffe, ich krieg das noch hin und keiner wird verletzt. Oh, was hat Mama denn mit der Spritze vor? Wie sie das jemandem geben? Aua. Hallo, ich bin Schwester Claudia. Und du? Ich bin der Mike. Und was haben Sie denn jetzt vor mit mir?
Was ist das für ein Ding? Ach, kein Problem, Mike. Ich nehme dir ein bisschen Blut was? Ab. Was? Oh, gehst du denn schon zur Schule? Das wird nicht wehtun. Ja. Ein kleiner Piekser. Oh Mann, da sieht so ein kleiner Junge und der kriegt jetzt eine Spritze. Oh oh, ich will lieber nicht da liegen. Aber wann kommt jetzt diese Spritze? Ich habe noch gar nichts gespürt. Können wir das nicht schnell machen? Ich möchte nach Hause. Schon fertig, Mike. Alles gut. Ich glaube, das hast du echt nicht gespürt. Aber ich habe eine Sache vergessen. Ich sollte das ja vorher noch desinfizieren. Ey, du! Nächstes Mal, wenn du eine Spritze kriegst, lass sie dir von deiner eigenen Mama geben. Hast du gehört? Was? Wieso denn? Nein, meine Mama würde das niemals machen. Warum sollte sie mir denn die Spritze geben? Mann, das sollte dringend mal gesagt werden. So, ich brauche ein neues Versteck, sonst findet mich Mama noch. Vielleicht hier im Badezimmer. So, einmal die Blutentnahme hier. Bitteschön. Alles klar, das wird sofort ins Labor geschickt. Und Claudia, als nächstes bitte in Behandlungszimmer 2. Den linken Arm von dem Mädchen musst du eingipsen. Oh Mann, was kommt als nächstes? Jetzt hat sie schon eine Spritze gegeben. Und jetzt? Was macht sie denn jetzt? Hallo, ich bin Schwester Claudia. Na, ich glaube, du brauchst einen neuen Gips, oder? Ja, genau. Gerannt wurde das schon. Ich glaube, das ist gebrochen. Ach, super, ja, das kriegen wir wieder hin. Wenn du den Gips trägst, dann verheilt das wieder alles schnell. Na, wie ist die Lage? Wie hat's denn geklappt mit dem Gips? Ist der schon ausgehärtet? Alles super gelaufen. Gipsen, das konnte ich schon immer gut. Aber mein linker Arm tut noch weh. Muss da kein Gips dran? Ach du meine Güte, Claudia, du solltest doch den linken Arm eingipsen und nicht das linke Bein. Ach du liebe Zeit, das habe ich total vergessen. Stimmt, du hast linker Arm gesagt, nicht linkes Bein. Das tut mir leid, das ist sowas von peinlich. Ach, schon gut, Claudia, ich mach das schon. Dann geh du mal nach unten zum Röntgen. Ach, danke schön. Oh, da hat Mama wirklich das Bein eingegipst und nicht den Arm. Oh, das ist aber nicht so toll. Und jetzt? Hallo, ich bin Schwester Claudia. Na, musst du geröntgt werden? Was hast du denn? Ach so, der Brustkorb. Alles klar, bleib schön liegen. Claudia, du kannst doch nicht jemanden röntgen, ohne ihm eine Bleischürze umzulegen. Oh, zum Glück ist es noch nicht zu spät. Das habe ich total vergessen. Ich hätte fast den Röntgenraum verlassen. Ach, du liebe Zeit. Mama, ich muss schon sagen, also als Mama bist du viel besser als Krankenschwester. Komm lieber wieder mit nach Hause. Emma, was machst du denn hier? Solltest du nicht eigentlich in der Kita sein? Hast du mich etwa verfolgt? Na, ich muss doch wissen, wo du arbeitest. Ich muss doch herausfinden, was du alles so machst, wenn ich nicht da bin. Und jetzt haben wir gesehen, du brauchst einen anderen Job. Einen, wo du besser bist. Und jetzt gehen wir wieder nach Hause. Ach je, vielleicht hat meine kleine Tochter ja recht. Ich bin wirklich ein bisschen eingerostet, was dieses Krankenschwester-Dasein angeht. Vielleicht brauche ich hier nochmal einen Crashkurs oder so. Ach ja, Claudia, dir sind heute einige Fehler unterlaufen. Aber ich glaube, du bist einfach aus der Übung. Wir würden uns freuen, wenn du uns erhalten bleibst. Mach noch einen Kurs und dann komm wieder. Oh, ich hoffe, es ist nicht schon so spät und Papa hat nicht seine komischen Spezialspiegeleier gemacht. Boah. Ich verstehe das nicht, Pia. Warum hat denn Becky Herrn Grupp diesen Streich gespielt? Also ich hatte so eine Vermutung, weil letztens hat Becky mir noch gesagt, dass sie so einen Zipkläster total cool findet. Vielleicht hängt das irgendwie damit zusammen, das war am selben Tag. Hey Leute, guten Morgen. Ach, hey Becky, wir haben gerade von dir gesprochen. Ja, von mir? Warum denn? Also was wollt ihr denn von mir wissen? Jetzt mal ganz ehrlich, Becky, das warst du doch nicht mit den Streichen, oder? Warum solltest du das tun? Ich glaube, Herr Grupp ist ganz schön sauer auf dich. Becky, ich finde, das sieht dir überhaupt nicht ähnlich. Und wenn, hättest du uns doch vorher eingeweiht in deine Pläne, oder? Ja, ihr kennt mich ziemlich gut. Also eigentlich war das nur wegen diesem Jungen. Und ich habe gehört, dass der auch manchmal nachsitzt. Und dann wollte ich auch unbedingt nachsitzen, um ihn kennenzulernen. Da vorne steht er. Der da hinten in diesem gelb-grünen T-Shirt. Der? Könnt ihr ihn sehen? Stimmt, der geht dich in die 5. Klasse. Und ja, der ist ganz süß. Aber Becky, der ist mindestens 2 Jahrgänge über uns. In den hast du dich verguckt? Oh, er ist echt total süß und ich glaube, alle Mädels stehen auf ihn. Ich meine, der ist in der 7. Klasse, ich bin mir aber nicht sicher. Oh. Ja, und ist auch egal, komm, ich gehe da jetzt hin. Ich spreche ihn einfach mal an, vielleicht will er dich ja auch kennenlernen. Hier kommt Pia, der Flirtcoach. Pia, nein, lass das sein, stopp. Also Becky, ich finde, das war die falsche Taktik. Jetzt musst du nachsitzen und Herr Grob denkt, dass du total frech bist und total viele Streiche spielst. Na gut, also wenn meine Hilfe hier nicht gebraucht wird, lass uns in den Unterricht gehen. Hey Becky, was ich dir noch sagen wollte, also du bist schon ziemlich mutig. Das, was du mit dem Lehrer da gemacht hast, die Streiche waren ziemlich cool. Oh, das kann doch echt nicht wahr sein. Jetzt sahnt Becky dafür die Lorbeeren ab. Ja, danke. Das hat Herr Grob aber auch sowas von verdient. Mann, der ist so richtig komisch. Also ich kriege hier noch zu viel. Jetzt gibst du damit sogar an, das, was du mir angetan hast, einem Lehrer. Oh Mann, ganz schlechtes Timing. Herr Grob ist mächtig wütend. Also Becky, gerade von dir hätte ich das nicht erwartet. Du machst doch so einen tollen Eindruck. Und wenn was ist, dann komm doch bitte nach dem Unterricht zu mir, aber nicht so. Auch wenn ich Herr Grob heiße und ab und zu sehr grob bin. Ich kann auch lieb sein, man kann auch mit mir reden. Oh Mann, ja, tut mir leid, Herr Grob, so war das nicht gemeint. Naja gut, Schwamm drüber ist jetzt in Ordnung. Ich möchte jetzt ein bisschen Mathe machen, weil das erfreut mich. Becky, du musst irgendwie den Weg finden, ihm die Wahrheit zu sagen, weil sonst wird er dich das ganze Schuljahr nicht leiden können. Aber wie soll ich das machen? Aus der Nummer komme ich doch jetzt gar nicht mehr raus, Hannah. Oh.
Herr Grob, darf ich Sie einmal stören? Ach, Frau Lieb, wenn Sie es sind, dann natürlich. Sie dürfen immer stören, Sie stören nicht. Geht es um das Nachsitzen? Hier vorne sitzt sie. Ja, ja, die hier. Das ist die Becky. Oder Rebecca natürlich. Also Rebecca, heute nach dem Unterricht direkt zu mir ins Sekretariat kommen. Da wirst du dann noch mit jemandem anderen nachsitzen müssen. Frau Blume wird euch betreuen. Also wer der andere wo ist, frage ich mich. Hoffentlich dieser Siebtklässler. Wie heißt der wohl? Naja, eine gute Sache hat es auf jeden Fall. Jetzt muss ich nicht nachsitzen. Das kann schön Becky für mich übernehmen, wenn sie schon damit rumprallt. Herr Grob, hat sich das dann wieder mit Ihrer Hose geklärt? Also, geht's Ihnen wieder besser? Wie soll ich das erklären? Das war die Schülerin Becky halt und ja, da war Juckpulver drin. Die Hose, die kann ich jetzt vergessen, aber können wir das später vielleicht besprechen? Oh, jetzt habe ich Herr Grob total in Verlegenheit gebracht. Okay, jetzt können wir aber offiziell starten. Wobei, wenn ich mir jetzt denke, wenn ich hier die Tafel anfasse, dann kommt doch bestimmt Schleim runter. Ach, diesen Kindern kann man nicht mehr trauen. Wie wär's denn, wenn wir direkt hier nach dem Unterricht zu mir gehen? Da können wir was zusammen spielen. Das wird doch cool. Ja, ich bin auf jeden Fall dabei. Geht leider nicht, Pia. Ich muss direkt hier nach dem Unterricht nachsitzen. Das hat doch die Frau Lieb gerade schon gesagt. Oh Mann. Aus dem Weg. Pass mal auf, du. Die ganzen Streiche, ne, die waren nicht von dir, das weißt du ganz genau, die waren von mir. Also denk jetzt nicht, dass du cool bist. Ich denke nicht, dass ich cool bin. Also ich weiß auch nicht, warum ich das gemacht habe. Ronja, jetzt lass sofort meine Freundin Becky in Ruhe. Wir werden verhindern, dass du sie fertig machst. Ja, ja, ist mir vollkommen egal. Viel Spaß beim Nachsitzen, Becky. Oh Mann, Becky, mit der würde ich mich wirklich nicht anlegen. Die hat Hannah ganz schön in der Grundschule gemobbt. Das war echt hart. Rebecca, bist du dann soweit? Es startet gleich das Nachsitzen. Jetzt gehört, Leute. Viel Spaß. Ich kann leider nicht dabei sein. Ja, schade. Oh Mann. Oh Mann, ob das es wert ist? Nur wegen diesem Jungen? Also, Becky, du wartest am besten da. Da kommt gleich noch ein weiterer Schüler. Und dann natürlich auch Frau Blume. Ich frage mich echt, wer denn der andere Schüler ist. Auf jeden Fall ein Junge, sonst hätte sie Schülerin gesagt, glaube ich. Dann gucken wir doch mal hier im System nach. Nachsitzen, da steht dein Name und Ricardo, Klasse 7. Ja, Ricardo aus der 7. Klasse ist der andere. Ja, das bin ich. Ich bin der Ricardo. Ich bin hier zum Nachsitzen. Oh Mann, das ist er wirklich. Das ist der Junge. Oh Mann, hab ich ein Glück. Also gut, ihr zwei, ihr seid die Einzigen, die nachsitzen müssen heute. Gleich kommt noch die Lehrerin und die wird euch dann betreuen. Hey, ich bin Ricardo, hat sie ja schon gesagt. Na, was geht? Alles klar bei dir? Ich bin Rebecca. Cool, cool. Wie heißt du jetzt nochmal? Ich hab's nicht ganz verstanden. Becky. Ah, cooler Name. Und weswegen bist du hier? Ich hab Herrn Grob hab ich Streiche gespielt. So eine Schleimlawine auf seinen Kopf. Und ich hab ihm Juckepulver auf den Stuhl getan. Ist das dein Ernst? Bei Herrn Grob oder wie? Bei dem würde ich mich das niemals trauen. Bei dem traue ich mich noch nicht mal zu reden. Heftig. Oh Mann, ich glaube, das konnte richtig gut bei ihm punkten. Ich glaube, er findet mich cool. So, Kinder, da bin ich. Nachsitzen wird unten im Chemieraum stattfinden. Mir nach. Oh nein, nicht bei der. Bei der gibt's wahrscheinlich wieder irgendwelche Aufgabenblätter. Ich musste schon so oft nachsitzen bei ihr. Oh, Ricardo, du kennst das ja schon. Und hier, zwei Aufgabenblätter. Ihr habt eine Stunde Zeit. Eieiei, ich werde mich in dieser Zeit um diese Blume kümmern. Die ist ja total vertrocknet. Och, du Arme. Frau Blume kriegt das wieder hin. Was steht da denn? Die Aufgaben, die kann ich nicht lösen. Oh Mann, nachher muss ich nochmal nachsitzen dafür. Lass mal sehen, Becky. Aha. Oh, das ist sowas von einfach. Das ist doch Stoff aus der 5. Klasse. Das hatte ich vor 2 Jahren, also ich kann das schon alles. Warte, ich übernehme das. Mach dir keine Sorgen, ich mach die Aufgaben für dich. Bitte was? Hat er das gerade wirklich gesagt? Oh Mann, der hält wirklich seine Hand für mich ins Feuer. Wow, cool, beeindruckend. Na, ich mach das schon. Aber vielleicht springt da ja was beim Schulkiosk für mich raus, oder? Hä? Oh mein Gott, er ist wirklich der coolste Junge dieser Schule. Ich glaube, ich habe mich verliebt. Ich sag euch, es gibt nichts Cooleres, als direkt nach der Schule auf den Spielplatz zu gehen. Nichts Cooleres. Gestern hast du noch gesagt, dass es nichts Cooleres gibt, als nach der Schule Minecraft zu spielen. Entscheid dich mal, Julian. Ja, das war gestern. Egal, jetzt auf dem Spielplatz. Oh, wie voll ist der denn? Oh, müssen die alle nicht zur Schule oder arbeiten? Verstehe ich nicht. Oh, ich dachte, direkt nach der Schule sind die alle zu Hause oder so. Wo wollen die denn heute auf dem Spielplatz? Okay, heute ist mal wieder gutes Wetter, aber wir könnten ja da drüben zum Karussell oder so. Julian, aber beim Karussell sieht's auch nicht besser aus. Und außerdem sind doch da deine Schwester und ihre Freundinnen. Die lassen uns da bestimmt nicht drauf. Stopp, Julian. Hier kommt ihr nicht hin. Wieso denn nicht? Wir sind hier drauf. Hier ist kein Platz für Grundschüler. Weg da. Also, ich sag mal, könnten wir vielleicht auch kurz aufs Karussell? Nur ganz, ganz kurz. Vielleicht nur 20 Minuten.
Ihr von der Grundschule oder was? Niemals, niemals. Ihr kommt hier nicht drauf. Weg mit euch. Hier ist kein Platz für euch. Hier sind nur 5-Klässler erlaubt. Hey, wir können doch darüber reden und verhandeln. Also ich verstehe nicht. Können wir jetzt nicht hier drauf? Ihr könnt doch woanders hier auf dem Spielplatz. Julian, hast du dich schon mal umgeguckt? Weißt du, wie voll es hier ist? Wir haben den Platz hier reserviert, also. Julian, du kannst dir das sowas von abschminken, um aufs Karussell zu gehen. Aber das gehört nicht euch. Reserviert, und zwar für die 5-Klässler. Oh, wow, voll cool. Das geht doch gar nicht. Der Spielplatz gehört aber nicht euch. Können wir trotzdem nicht, hey... Julius, hey, wir sind doch Freunde. Können wir nicht kurz auf das Karussell, bitte? Nur eine halbe Stunde oder so. Oh, tut mir leid, Julian, aber ich kann die anderen einfach nicht überstimmen. Sorry. Also gut, Julian, du hast es gehört. Also verzieh dich. Du hast es gehört. Keiner will dich hier haben. Oh, komm, Julian. Das kann nicht sein. Ich bin sicher was anderes. Ich würde es am liebsten Mama sagen, aber dann bin ich eine Petze, so wie du. Ach, Julian, mach dir nichts draus. Das sind 5-Klässler. Die denken immer, sie sind viel besser als wir und total cool. Oh, wo sollen wir denn jetzt drauf? Sollen wir vielleicht da hinten auf dieses Gerüst und dann runterrutschen oder irgendwie sowas? Runterfahren? Also, Julian, ich weiß ja nicht. Ist das nicht Mario da oben? Und das ist doch diese Ronja. Davon habe ich, von ihr habe ich schon gehört. Die macht nur Ärger. Das sind beide Mobber. Nein, Julian, wir gehen auf gar keinen Fall hoch. Das wird nur Ärger geben. Ja, toll, wo sollen wir... Oh, ich sehe da was. Leute, guck mal, das Baumhaus ist frei. Das gab es ja hier noch nie. Also, immer waren da welche drin und jetzt ist es frei. Wie wär's, wenn wir da mal reingehen? Ich war da noch nie. Oh, das ist ja klasse. Ich war da auch noch nie. Sonst sind da immer so Mädchen, die sagen, das hier ist der Mädchenclub und die lassen mich nicht rein. Ja, bei mir genau das Gleiche. Die meinten mal, entweder ich soll einen Jungen mitbringen oder ich komme da nicht rein. Also, mich haben die noch nicht mal auf die Treppe gelassen. Die haben mich von oben gesehen und haben gesagt, du nicht, du auf gar keinen Fall. Du bist zu hässlich und das hat meine Gefühle verletzt. Alles klar, beschlossene Sache. Wir gehen jetzt ins Baumhaus. Mal gucken, was da drin ist. Wieder Kinder an die Macht. Wir sind hier die Größten. Wenn jemand was will, dann muss er erstmal an uns vorbei. Ja, das stimmt. Ah, ihr kommt hier nicht vorbei. Das kostet 5 Euro. Emma, wir müssen da aber vorbei. Nein. Ach, Julian, du bist es. Ja, für dich kostet es doppelt so viel. Also, was? Her damit. Hey, wer hat denn hier 10 Euro mit auf dem Spielplatz? Hätte ich 10 Euro, würde ich halt nicht auf den Spielplatz kommen. Emma, komm schon, wir müssen nach oben ins Baumhaus. Emma, lass die bloß nicht durch. Es sei denn, die haben ganz, ganz viel Kakao, dann können sie natürlich durch, aber vorher nicht. Und denk noch an die Süßigkeiten. Die müssen die auch noch bezahlen. Sonst kommen die alle nicht durch. Tja, Julian, keine Chance. Heute haben die Kita-Kinder hier das Sagen über das Baumhaus. Egal, was du sagst, wir gehen hier nicht weg. Ach so, also auch wenn ich sage, da hinten gibt's umsonst Kakao und so und Süßigkeiten, hm? Oh, Ronald, oh, ich sehe nichts. Emma, siehst du was? Das war ja einfach so. Leute, ab nach oben. Los, Julian, beeil dich, los. Hey, Leute, nicht drängeln, ist ja gut. Das ist auch für mich das erste Mal, dass ich im Baumhaus bin. Das ist wirklich, also das ist ein ganz, ganz besonderer Moment für mich. Was hier wohl drin ist? Also ich habe gehört, da soll ein riesengroßer Schatz drin sein. Ich meine irgendwie 20 Kilo Gold, ja, von der Bürgermeisterin. Die lagert das hier. Das kann sein. Und ich habe gehört, hier gibt es ganz, ganz viele Spielzeuge, die es sonst nirgendwo im Playmobil City gibt. Das ist wohl so ein geheimer Spielzeugladen. Also wundert euch nicht, wenn da jetzt ein paar Leute schon drin sind. Und ich habe mal gehört, dass da ein Kaugummibaum drin ist, wo Kaugummis dran wachsen. Die kann man abpflücken und kauen. Oh, das hört sich alles so toll an. Ich hoffe, eins davon ist da drin. Alles wäre cool. Ab geht's rein. Ich bin drin und das ist ja... Oh, ein stinknormales Baumhaus. Oh, hier ist ja gar nichts drin. Oh, warum wird hier immer so ein Wirbel um dieses Baumhaus gemacht? Ich sehe hier gar nichts. Ist hier vielleicht der Schatz? Nee, das ist nur ein alter Ofen. Oh. Julian, guck doch mal, was da liegt. Was ist das denn? Was? Warum liegt denn sowas hier in diesem Baumhaus? Wem gehört das? Das sind ja irrsinnig viele XXL-Squishies. Ein paar kenne ich sogar davon, aber die anderen nicht. Die sind ja riesig. Oh, der ist total süß. Der gehört mir. Was ist das? So, ich bin erst an der Kasse. Hast du den Kaugummibaum schon gefunden? Nein, kein Kaugummibaum und auch keine Spielzeuge. Wobei doch Squishies haben wir. Guck mal, wie flauschig die sind. Da kann ich sogar drauf sitzen. Die sind ja riesig. Oh, der ist wirklich unglaublich riesig. Ich kann mich da so drauflegen. Ich kann das als Matratze benutzen. Oh, wie schön ich da drauf schlafen könnte. Also ich glaube, ich hatte am ehesten recht. Also, hier sind zumindest Spielzeuge drin. Wisst ihr, was cool wäre? Wir nehmen jetzt diese Squishies und gehen damit auf den Spielplatz und spielen da ein bisschen, weil wir durften ja nirgendwo drauf. Und die Squishies, die gehören diesmal aber uns, keinem anderen. Hey, Leute, könnt ihr mal kurz ruhig sein? Wir haben hier eine Ansage für euch. Also ihr müsstet einmal vom Spielplatz weg, weil wir hier mit den Squishies spielen wollen. Was erzählst du denn da? Auf gar keinen Fall. Oh, Julian, du erwartest doch wohl nicht wirklich, dass jetzt hier 20 Kinder weggehen, nur weil ihr mit den Squishies spielen wollt. Ja, Julian, und außerdem, wo ist denn der Kakao und die Süßigkeiten? Ihr habt uns reingelegt, das gibt Ärger. Aber ihr versteht das alles nicht, das sind XXL-Squishies und da kommt... Papa, warte, ich sehe da Papa. Oh Gott, wo? Ich fahr doch schon langsam. Papa, stehen geblieben.
Oh nein, oh nein, oh nein! Sag mir nicht, ich habe jemanden angefahren. Das kann doch gar nicht sein. Ich fahre doch hier schon immer Schrittgeschwindigkeit. Oh, Papa, warte. Ja, ja, ich komme, warte. Julian, du warst das. Bist du total verrückt geworden? Oh, weißt du, was für eine Angst ich bekommen habe? Ich fahre hier schon immer extra langsam neben dem Spielplatz her. Und was ist denn los? Was willst du? Papa, ich habe eine super Idee. Ich habe so XXL-Squishies gefunden. Und naja, letztens habe ich so ein komisches Video gesehen. Da ist jemand mit dem Auto über Squishies und so gefahren. Kannst du das nicht bitte auch machen? Mit dem neuen Auto? Oh, Julian, du denkst doch wohl nicht wirklich, dass Papa mit dem neuen Auto über Squishies fährt. Oh, wo willst du das denn wissen? Papa, guck, da liegen die Dinger. Wie wär's denn, wenn du einfach dann drüber fährst? Ich meine, der Wagen ist doch neu. Da kann doch nichts passieren, oder? Julian, das ist eine wirklich ziemlich coole Idee. Herr Vogel, könnt ihr das wirklich machen? Das wäre ein richtig cooles Experiment. Das ist für die Schule. Ja, ja, klasse, Mia. Ja, genau, Papa. Das ist für die Schule. Für nichts anderes. Wir wollen da ein bisschen was lernen. Mann, Julian, du hast echt ein Glück. Weil zum Glück hast du so eine gute Idee gehabt. Ansonsten hätte ich dich total fertig gemacht. Ich hätte es auch Mama gesagt und so. Julian, du möchtest jetzt also wirklich, dass ich mit dem neuen Auto über diese Squishies und so fahre. Aha. Weißt du was? Platz da vorne. Julian, wir machen das auf jeden Fall. Ich möchte das mal sehen. Kannst du sie mal aufstellen in Reihe? Hey Leute, ich habe eine andere Ansage. Also, mein Papa, der fährt jetzt mit dem Auto über Squishies und so. Wer möchte das sehen? Julian! Ja, ich. Tja, jetzt sind auf einmal alle dabei. Papa, los geht's. Okay, Leute, hier liegen jetzt ein paar Squishies. Nicht alle, die anderen kommen auch noch gleich. Und Papa fährt jetzt einfach mit dem Auto da drüber. Mal gucken, was passiert. Oh, ich bin irgendwie ein bisschen aufgeregt. Sowas habe ich ja noch nie gemacht. Oh, ganz cool. Okay, Papa, wichtig ist, dass du jetzt ganz langsam da drüber fährst, okay? Okay, komm ein bisschen vor. Noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Oh Mann, was soll denn daran so spannend sein? Und Papa war selber auch total begeistert. Echt komisch. Anna, ist das dein Ernst? Das ist total abgefahren. Ich will unbedingt sehen, ob die Squishies kaputt gehen und was damit passiert. Leute, guckt euch das an. Julian, der fährt ja wirklich drüber. Und Mann, und das ist halt kaputt. Auch. Der ist ja gar nicht kaputt. Nein, gar nicht. Oh, Papa, jetzt bist du sogar auf dem Squishy. Ist das ein Squishy? Ja, ja, doch, komm mal drüber. Oh. Aber mit denen ist gar nichts passiert. Die sind immer noch heile. Julian, Junge, was sind das denn bitte für Spielzeuge? Also, der Wagen hat dafür noch nicht mal gereicht. Ich bin sogar leicht nach oben gefahren. Was war das denn? Das sind halt XXL-Squishies. Keine Ahnung, was damit los ist. So, jetzt kommen die Nächsten. Ja, noch mehr. Los, Herr Vogel. Also, ich finde, das reicht langsam. Können wir jetzt nicht mit den Squishies spielen? Was? Nein. Noch mehr. Los, rüberfahren. Boah, Papa, nicht so schnell, nicht so schnell. Boah, du bist jetzt sogar auf dem Squishy. Oh Mann, die sind ja echt nicht schlecht. Oh, hier über XXL-Squishies fahren. Das war ja klar. Julian nennt das XXL-Squishies, dann hat er meinen noch nicht gesehen. Nils, weißt du, wie groß der ist? Wie willst du den denn hierher bekommen? Dafür brauchst du auf jeden Fall einen Lastwagen. Ja, das weiß ich, Tessa. Und deswegen bringe ich den jetzt auch hier hin. Ich rufe kurz den LKW-Fahrer an. Boah. Das war voll abgefahren. Naja, ich muss schon sagen, also ich finde nicht alle Ideen von Julian toll, aber die hat mir auch ziemlich viel Spaß gemacht. Oh, so cool. Und die Squishies sind alle noch heil. Das heißt, wir können mit denen spielen. Okay, wir müssen sie ein bisschen sauber machen wegen den Reifen, aber das geht. Oh, das war total toll. Oh, können wir das nochmal in die Kita machen, bitte? Julian, das nennst du XXL Squishy. Guck dir das mal an, bitte. Wow, das ist ja total heftig. Ja, da will ich auch mal sehen, wie Papa da drüber fährt. Was? Das geht doch niemals. Das soll ein Squishy sein? Oh, Nils, ich wusste gar nicht, dass du so einen riesigen Squishy hast. Der ist ja größer als ich. Oh mein Papa, meinst du, du schaffst das? Papa, komm schon, du schaffst das. Bitte, bitte, sag bitte ja. Julian, Junge, ich weiß ja nicht so genau. Also, der ist ja, ich kann den ja vor der Motorhaube noch sehen. Der ist ja ziemlich riesig. Aber weißt du was? Der Autoverkäufer hat mir gesagt, dieser Wagen schafft alles. Und das möchte ich jetzt mal prüfen. Okay, Leute, es geht los. Papa fährt über den XXXXXXL Squishy von Nils. Boah, Papa, dein Wagen. Was ist mit deinem Wagen los? Julian, ich weiß nicht, ist denn alles in Ordnung mit dem Wagen? Also, es fühlt sich so an, als wären nicht alle Räder auf dem Boden. Papa, das sind sie auch nicht. Also, zwei sind auf jeden Fall in der Luft. ich weiß jetzt nicht, ob du wieder da rauskommst oder ob der Wagen da drüber fahren kann, aber es sieht ziemlich cool aus. Boah, der kippt gleich um. Das Auto schwebt in der Luft. Na, Julian, was habe ich dir gesagt? Das ist ein richtiger XXL-Squishy. Weißt du was, Nils? Da musst du dir ausnahmsweise mal recht geben. Oh, das ist wirklich ein richtig herrlicher Nachmittag. Alles ist ruhig. Nichts ist chaotisch. Jeder spielt friedlich. Ach, toll. Ja, und ich find's richtig klasse, dass ich endlich mal mein Schloss hier unten hinbringen konnte. Da habe ich auch viel mehr Platz. Danke, Mama. Ach, gerne, Emma. Wirklich gerne. Ich schau mal, was Papa so macht. Ach, Martin, es freut mich, dass du endlich mal deinen Papierkram erledigst. Wurde auch wirklich mal Zeit, aber ich find's toll. Ja, super, du findest es toll, aber wer soll das denn bitte verstehen? Meine Steuererklärung bitte noch Anlage B hinzufügen. Was ist Anlage B? Ich habe keine Ahnung. Ich verstehe echt nicht, wie man das machen kann. Ich verstehe hier gar nichts. Name, Vorname, okay, das verstehe ich noch. Martin, jetzt verliere nicht gleich die Nerven. Du schaffst das schon. Andere kriegen das auch hin. Ich glaube an dich.
Martin ist so produktiv, Emma spielt friedlich und wenn Hannah jetzt noch ihre Hausaufgaben erledigt, dann wäre der Tag wirklich perfekt. So wie es aussieht, ist der Tag perfekt. Hannah, machst du gerade deine Hausaufgaben? Kann ich dir helfen? Nee, Mama, ich brauche keine Hilfe. Ich bereite ein Referat vor. Ich muss das halten in der Schule über Ägypten. Also für Geschichte über die Pyramiden. Oh, das klingt wirklich interessant. Hannah, dann kann ich ja vielleicht noch was von dir lernen. Ich kenne mich nicht gut aus mit Ägypten. Heute ist endlich mein normaler Tag bei Familie Vogel. Und ich kann wirklich behaupten, wir sind lieb und nett und friedlich. Gar nicht chaotisch. Hey Mama, was geht? Ich gehe schwimmen. Ach, und der kleine Julian, der geht schwimmen. Moment mal, er geht schwimmen bei dem Wetter? Es ist doch Winter. Julian, wo willst du denn schwimmen gehen? Oh Mann, Mama, was ist das denn für eine Frage? Natürlich in unserem Pool. Also bitte. Julian, du kannst doch nicht in Badehose nur jetzt auf die Terrasse gehen. Weißt du, wie kalt es ist? Es ist Winter. Oh, das interessiert mich nicht, dass Winter ist. Ich will schwimmen und deswegen geht's jetzt ab in den Pool. Oh, ist doch ein bisschen kalt. Naja, ab geht's. Oh, so. Hey, wo ist denn das Wasser hin? Hallo, Papa. Oh, ist hier kein Wasser mehr drin? Julian, im Winter ist da kein Wasser drin. Das war noch nie so. Und außerdem, da wird nicht geschwommen. Sonst friert der ganze Pool zu. Oh, Mama, ich will aber schwimmen. Wir waren so lange nicht mehr schwimmen. Und nur weil der Sommer vorbei ist, heißt das nicht, wir müssen nicht schwimmen gehen. Können wir in den Aquapark oder so? Bitte. Wie, jetzt einfach in den Aquapark? Ich meine, wenn du jetzt dein Seepferdchen machen würdest oder so, dann würde ich das ja verstehen. Aber jetzt in den Aquapark? Nein. Oh, danke, Mama. Okay, ich habe schon verstanden. Dankeschön. Ich denke, er hat es jetzt wirklich eingesehen. Oder habe ich mich nicht klar und deutlich genug ausgedrückt? Was hat er denn jetzt vor? Ja, hallo, Julian Vogel hier. Ja, Richter mit der Bademeisterin? Ja? Ach, Julian, ich mache hier gerade die Steuererklärung. Das ist super wichtig für unsere Familie. Kannst du nicht woanders telefonieren? Das stört. Papa, und ich habe was super Wichtiges mit der Bademeisterin zu klären. Kannst du deine Steuererklärung nicht woanders machen? Das ist viel wichtiger. Ja, entschuldigen Sie, das war mein Papa. Ja, der stört mal wieder. Also, ich hätte da mal eine Frage. Okay, Mama, wir können schwimmen gehen. Schwimmen gehen? Das hatten wir doch gerade. Julian, ich habe doch gesagt, im Pool, da ist kein Wasser drin. Ach, wieso denn jetzt schwimmen? Oder hast du Papa überredet? Nein, der sitzt mal wieder an seiner Steuererklärung. Ich glaube, heute bekommt er das auch nicht hin, wie die letzten Tage. Nein, ich habe im Aquapark angerufen, also im Freibad, da können wir jetzt rein. Und ich mache mein Bronzeschwimmabzeichen. Was? Bronzeschwimmabzeichen? Ja, du hast ja gesagt, Seepferdchen, aber Seepferdchen habe ich schon, deswegen mache ich jetzt Bronze. So war das doch nicht gemeint. Wie, was? Ins Schwimmbad gehen? Ja, ja. Da bin ich dabei und da mache ich auch mein Schwimmabzeichen, Bronze. Also du, Emma, ich weiß nicht, ob du das schon schaffen kannst. Also was ich da so gehört habe, würde ich an deiner Stelle nicht machen. Na gut, dann komme ich aber trotzdem mit zum Schwimmen, weil ich habe auch schon mein Seepferdchen. Deswegen, ich kann schwimmen. Ja, ich habe sowas wie einen Schwimmführerschein. Okay, dann ziehen wir uns mal um. Mama, wir fahren dann in 15 Minuten los. Ich sollte das niemals laut sagen, dass wir eine normale Familie sind. Sind wir eben nicht. Hey, Hanna, lass alles stehen und liegen. Wir gehen jetzt in den Aquapark. Oh, Julian, also was ins ist Freibad. Denn? Ich habe hier noch ein Referat vorzubereiten. Ich habe zwar noch ein paar Tage Zeit, aber eigentlich wollte ich das heute fertig machen. Aber Hannah, hör mir doch mal zu, es ist was Ernstes. Möchtest du nicht dein Bronzeschwimmabzeichen machen? Die Chance hast du heute, mit mir zusammen. Echt? Klasse! Extra für uns? Na, da bin ich auf jeden Fall dabei. Oh, super. Dann pack deine Tasche und wir fahren jetzt gleich zum Freibad. Also ich friere jetzt schon. Wie kann man denn bei so einem Wetter ans Schwimmen denken? Und dieser Pool ist bestimmt eiskalt. Ich gehe da nicht rein. Kinder, ihr werdet da auch nicht reingehen. Dieser Pool wird viel zu kalt sein. Das lasse ich nicht zu. Ihr holt euch noch eine Lungenentzündung. Machen Sie sich keine Sorgen, Frau Vogel. Das Freibad haben wir heute extra für diese Aktion beheizt. Na, hörst du, Mama? Hörst du? Oder möchtest du nicht, dass ich mein Bronzeschwimmabzeichen mache? Dann bin ich Freischwimmer. Na gut, dann mache es. Papa und ich gucken vom Beckenrand zu. Oh Mann, diese Kinder. Claudia, Schatz, vom Beckenrand zuschauen? Also eigentlich hatte ich auch meine Badehose mitgenommen. Weil Emma möchte ja schwimmen und sie braucht eine Aufsichtsperson, oder? Martin, du gehst jetzt nicht schwimmen. Warum Wieso denn nicht? Warum willst du sowas immer ausnutzen? Ich möchte schwimmen. Also weißt du was, das ist total unfair von dir. Die Kinder, die können jetzt alle schwimmen gehen und ich soll zugucken? Das sehe ich nicht ein. Ich meine, guck doch mal hier in dieses Bad hier. Da möchte ich rein mit Emma vielleicht. Huh? Oh, dass ich mich mit sowas jetzt noch rumschlagen muss. Martin, mach was du willst. Ich gehe auf gar keinen Fall in dieses Wasser. Okay, danke schön. Ja, dann ziehe ich mich mal schnell um. Emma, komm. Hey, Pia. Philipp, was macht ihr denn hier? Seid ihr auch so fürs Bronzeabzeichen hier? Ja, die Bademeisterin hat mich höchstpersönlich angerufen und hat gefragt, ob ich Zeit und Lust habe. Und dann dachte ich, ja klar. Ja, bei mir genauso. Und ich hoffe, ich kann heute... Ich wollte eigentlich Gold direkt machen, aber sie meinte, das geht nicht. Deswegen mache ich jetzt erstmal Bronze. Oh Mann, das wird klasse. Ich freue mich. Ich glaube, wir sind jetzt alle da. Ach super, sehr schön. Dann zieht euch mal alle um und dann können wir starten. Ach Mann, irgendwie bin ich immer ein bisschen traurig, wenn wir das Bronzeabzeichen machen. Meistens fällt ein Kind durch. Hoffentlich nicht heute wieder. Aber naja, ich habe noch Hoffnung. Das ist viel wärmer, als ich eigentlich dachte. Ja, hätte ich jetzt auch nicht erwartet bei diesem Wetter. Also, bei mir ist es ziemlich warm, aber ich sag nicht, weswegen, das Wasser ist warm. Können wir jetzt starten? So, ihr vier, wer möchte denn als erstes starten? Also, wir machen die Prüfung in einem durch.
Hier, ich würde das gerne machen. Also ich würde es direkt gerne hinter mir haben. Okay, Hannah, dann starten wir mit 200 Meter Schwimmen. 200 Meter Schwimmen? Das kommt mir ja mal ganz schön weit vor. Ich glaube, das habe ich das letzte Mal vor 20 Jahren gemacht oder so. Hannah, setz dich nicht so unter Druck. Ich meine, wenn du es nicht schaffst, ist es auch nicht schlimm. Man kann das Schwimmabzeichen ja wiederholen. Mama, das kommt gar nicht in Frage. Also, ich bin bereit. Kann ich loslegen? Ja, alles klar, dann starte mal. Oh, du startest ja vom Beckenrand. Papa, habe ich das richtig gehört? 200 Meter? Oh, ich hätte mir das vorher durchlesen sollen, was man von Bronze alles machen muss. 200 Meter, das schaffe ich doch niemals. Ja, 200 Meter oder irgendwie 15 Minuten. Aber das schaffst du schon. Ich schaffe das locker. Oh, noch drei Bahnen, dann habe ich es geschafft. Und die letzte Bahn, dann habe ich es gleich hinter mir. Das Schwerste habe ich schon mal geschafft. Oh, so lange schwimmen ohne Pause, das habe ich ja noch nie. Also, oh, das schaffe ich doch nicht. Oh, hätte ich mal gesagt, dass wir nur schwimmen gehen. Julian, wusstest du jetzt wirklich nicht, was man alles für einen Freischwimmer braucht? Also ich meine, doch. Warum bist du hier? Doch, natürlich, Pia. Was denkst du dann? Ich mache doch nur Spaß, das schaffe ich alles. Okay, geschafft. Wir können weitermachen. Alles klar, dann würde ich dich jetzt bitten, in 2 Meter Tiefe abzutauchen und diesen Gegenstand hochzuholen. Eine leichteste Übung. Hier, bitteschön. Tauchen liebe ich. Okay, super. Also, dann kommen wir schon zur vorletzten Übung. Einmal hier vom Startblock runterspringen. Sowas von einfach. Ich bin sogar schon mal vom Dreier runtergesprungen. Als ob das ein Problem für mich wäre. Tada, ich bin drin. Und jetzt, als letztes, was muss ich jetzt noch machen? Ja, also ich muss jetzt noch deine Kenntnisse in den Baderegeln prüfen. Wie wär's denn, wenn du mir mal eine Baderegel nennst? Wenn man nicht schwimmen kann, dann darf man nur bis zum Bauchnabel ins Wasser. Hanna, du hast es wirklich geschafft. Das erste Kind von Familie Vogel hat Bronze. Oh mein Gott, mein Mutterherz. Hanna, Glückwunsch auch von dem Papa. Ich komme dann später vorbei. Wir sind hier gerade noch im Kleinbecken mit Emma. Was? Baderegel muss man auch machen? Ich habe noch gar nicht geübt. Wer sagt denn, dass man für Schwimmen üben muss? Oh, toll, ich werde das hier sowas von verhauen. Oh Mann, klasse. Jetzt habe ich Bronze. Und bald habe ich bestimmt auch noch Silber. Ja, Glückwunsch. Aber lass dir mal Zeit, Hanna. Das kannst du doch vielleicht nächstes Jahr machen. Oh Mann, Leute, das war echt anstrengend. Aber ich habe es geschafft. Und jetzt kann ich überall rum erzählen, dass ich Bronze habe. Hanna, Glückwunsch, Glückwunsch. Sag mal, du, wie ist das mit den Baderegeln nochmal? Kannst du mir vielleicht kurz noch was dazu sagen? Ja, hast du doch eben gehört. Man darf zum Beispiel nicht, wenn man nicht schwimmen kann, ins tiefe Wasser gehen, also nur bis zum Bauchnabel. Und da gibt es noch ganz viele andere Baderegeln. Ja, natürlich, die kenne ich auch. Oh, die kenne ich natürlich nicht. Oh, ich muss gleich raten. So, ich bin dann der Nächste. Ich würde dann die 200 Meter als erstes machen. Philipp, du schaffst das. Viel Erfolg. Oh, der macht das ja ohne Probleme. Ich glaube, der ist Rettungsschwimmer oder so. Oh, wie schnell er das gemacht hat. Der ist jetzt schon bei der nächsten Sache. So, bitteschön. Und hier ist der Gegenstand. Kein Problem für mich. Und jetzt? Oh, klasse. Also, gesprungen bist du ja schon. Ja. Dann fehlt nur noch die Baderegel. Also, man muss das Wasser immer sauber halten. Das heißt, wenn ich hier Müll oder so entdecke oder Abfälle, dann kommen die in den Mülleimer. Super. Oh Mann, das war sowas von einfach. Und ich glaube, ich war ein bisschen schneller als du, Hanna, oder? Oh, als nächstes bin ich aber dann dran. Ich bin sowas von aufgeregt. Oh, die machen das alles hier mit einer Leichtigkeit. Ich kriege das niemals hin. Oh, diese Baderegeln und die 200 Meter. Das ist sowas von schlimm. Okay, da springen und tauchen, das kriege ich hin. Also super. Die 200 Meter hast du super gemeistert. Den Gegenstand hast du schon hochgeholt. Dann musst du jetzt hier erstmal runterspringen, Pia. Los. Pia, klasse Sprung. Wie sieht's denn mit den Baderegeln aus? Also, wenn man im Wasser ist, dann soll man seine eigenen Fähigkeiten nicht überschätzen, weil das kann auch ganz schön weit sein zum Beckenrand und nachher ist man außer Puste und geht unter. Oh, klasse, schon die dritte, die bestanden hat. Oh, wenn jetzt noch der Julian besteht, dann haben heute alle bestanden, aber naja, mal abwarten. Oh, ich glaube, das wäre ziemlich peinlich, wenn ich jetzt mein Bronzeabzeichen nicht schaffe, aber das ist so schwer. Oh, Julian, wir haben das alle geschafft. Ich meine, wenn du das jetzt nicht hinkriegst, das wäre schon ein bisschen peinlich. Ja, natürlich, aber das wird sowieso nicht vorkommen. Also, ich werde das hier locker machen. Hallo, das ist Schwimmen und ich bin Julian Vogel und ich werde es nicht schaffen. Julian, los, das schaffst du mit dem Schwimmen. Ich meine, das ist doch deine Leidenschaft. Das kriegst du hin. Du bist gut da drin. Ja, natürlich, Mama, kriege ich hin. Nein, kriege ich nicht hin. Ich wäre dann so weit. Und ich, wirklich 200 Meter? Können wir nicht eine andere Ausnahme machen oder so? Nein, nein, das sind hier bei uns 8 Bahnen. Los, oh, Julian. Nein! Wie soll ich das nur schaffen? Oh, wie viele Bahnen denn noch? Los, Julian, weiter. Du bist noch nicht am Ende. Ja, ich schwimme ja weiter. Ich habe keine Puste mehr. Julian, los, deine letzte Bahn. Ja, oh Gott, wie anstrengend war das denn? Das schafft doch kein Kind. Aber ich hätte niemals gedacht, dass ich 8 Bahnen schaffe hier. Und das waren 200 Meter, also laufen wäre das kein Problem. Oh, Julian, ist alles in Ordnung bei dir? Du siehst total außer Puste aus. Nee, alles gut. Mir geht's richtig gut und mir ist auch gar nicht schwindelig oder so. Wir können weitermachen. Alles klar, Julian, dann. Und dann tauch mal ab, ja, und hol den Gegenstand hoch. Ja, okay, in 2 Meter? Oh, das ist doch irgendwie tief und meine Ohren tun auf einmal weh.
Kann es irgendwie sein, dass Julian echt Schwierigkeiten hatte beim Schwimmen? Das sah irgendwie so aus, als wenn er gleich untergeht. Ja, glaube ich auch. Und ich glaube, der ist auch noch nie so weit geschwommen an einem Stück. Okay, hab ich. Jetzt springen und dann bin ich fertig, oder? Ja, genau. Springen und dann okay, noch super. Baderegeln. Oh, nein, ja gut. Okay, ich bin gesprungen, kein Problem. Ich kann, habe ich jetzt nicht mal Bronze? Nein, Julian, jetzt noch eine schöne Baderegel. Und am besten eine, die noch kein anderer genannt hat, damit ich auch weiß, dass du ein richtig schöner Freischwimmer bist. Man darf sich nicht überschätzen. Nee, das hat Pia schon gesagt. Man muss Müll wegwerfen. Das hat Philipp gesagt. Julian, du kennst doch die Baderegeln, oder? Hast du die etwa nicht gelernt? Doch, natürlich. Julian, denk nach. Rate jetzt einfach. Worüber schimpft man aber immer? Ach ja, man darf nicht mit vollem Magen ins Wasser, aber auch nicht mit leerem. Das heißt, wenn man ein bisschen Hunger hat, muss man schon ein bisschen was essen, aber nicht zu viel. Ach, Julian, das klingt doch gut. Also, korrekt. Du hast einen Bronze. Oh, Mann, klasse. Ich hab's geschafft. Hey, Leute, ich hab's geschafft. Wir haben Bronze. Ich bin sowas von stolz. Hanna und Julian haben beide Bronze geschafft. Das muss ich unbedingt allen erzählen. Oma, Opa, dem Kochclub, allen. Oh, das war ziemlich schwierig. Also, da hätte ich mich auf jeden Fall vorbereiten müssen. So einfach ist das nicht. Oh, Mann, aber ich hab's geschafft. Mama, wenn du krank bist, dann musst du dich schön ausruhen, okay? Also hier liegen bleiben auf dem Sofa. Emma, ich fühle mich aber gar nicht krank. Also, ich bin nicht krank. Oh, doch. Du hast bestimmt Fieber. Schwester Emma, holt dir eine Decke. Oh, Mann, ich glaube, Emma denkt wirklich, sie ist eine Krankenschwester. Wahrscheinlich, weil sie letztens mit mir im Krankenhaus war. Ach, herrje. So, jetzt musst du dich hier schön einmummeln. Ja, schön. Gut so. Was, wie spät ist es eigentlich? Emma, wir müssen noch zur Kita. Ach, du Schreck, stimmt ja. Los, Mama, komm. Gerade noch geschafft. Da müssten wir uns ja ganz schön abhetzen. Na gut, Emma, ich wünsche dir viel Spaß. Und diesmal wirklich in die Kita gehen. Nicht, dass du mir wieder nachläufst, okay? Ich gehe jetzt nach Hause, nicht zur Arbeit. Ja, ist gut, Mama. Tschüss. So, ich werde jetzt einfach mir beim Imbiss eine Portion Pommes kaufen. Nein, war ein Scherz. Ich gehe natürlich in die Kita. Ja, so wie es sich gehört. Guten Morgen. Hallo. Emma, guten Morgen. Da bist du ja. Tut mir leid, dass ich letztens nicht da war. Ich war im Krankenhaus. Das ist nicht gelogen. Im Krankenhaus? Das klingt ja gar nicht gut. Ist dir irgendwas zugestoßen? Nein, ich war da in geheimer Mission. Egal. In geheimer Mission im Krankenhaus? Na gut, wir sind auf jeden Fall froh, dass du wieder zurück bist, Emma. Emma, wo warst du denn letztens? Also, wir haben dich ganz doll vermisst. Du warst nicht da. Ich hab mir große Sorgen gemacht. Ich dachte, dir wäre irgendwas zugestoßen, Emma. Nein, mir doch nicht. Mir geht's gut, aber den Kindern da, wo ich war im Krankenhaus, denen geht's nicht gut. Aber du warst im Krankenhaus? Wieso? Was passiert? Bist du krank? Hast du Fieber? Nein, ich war nicht krank. Ich hab nur was erledigen müssen. Ich musste gucken, was meine Mama da so macht. Ja, aber die arbeitet da. Also, die hat da gearbeitet. Oh, Emma, ich bin so froh, dass du wieder da bist und dass du nicht krank bist. Ja, schon gut, Clara. Aber da fehlt doch noch jemand. Warte mal. Du bist da. Maurice ist auch da hinten, aber wo ist denn Isabelle? Da habe ich keine Ahnung. Also vielleicht ist was bei ihrer Morgenroutine wieder schief gegangen. Also vielleicht hat sie noch ihre Gesichtsmaske auf. Stellt euch das mal vor, ist ja so witzig. Kinder, ich sehe, ihr amüsiert euch schön. Ich werde nach oben gehen. Spielt mal schön weiter. Oh Mann, Malik, ich habe mir fast vor Lachen in die Hose gemacht. Moment, ich komme gleich wieder. Oh, hoffentlich ist es nicht schon zu spät. Zum Glück ist unsere Kita-Gruppe so klein, da ist die Toilette nie besetzt. Hui, gerade noch gut gegangen. Oh Mann. Und steht jemand an der Tür, will ich das? Das ist unsere neue Erzieherin. Vielleicht ist das meine Mama und die holt mich schon ab. Ist die Kita-Zeit schon rum? Ich werde mal nachsehen. Das ist nicht meine Mama. Clara, deine Mama kommt noch nicht. Es hat doch gerade erst angefangen. Die kommt doch erst später und holt dich ab. Kinder, macht mir mal die Tür auf. Hallo. Die sieht voll aus wie meine Oma, aber ich glaube, das ist sie nicht. Warum sollte Oma jetzt herkommen? Ich werde mal gucken. Oh, was ist denn da los? Ich wollte Bällebad spielen. Oder soll ich zu euch kommen? Was möchtest du denn hier? Du bist doch viel zu alt, um in die Kita zu gehen. Das war nicht immer eine Kita. Also, ich habe hier mal gewohnt. Da sah es ganz anders aus als jetzt. Ja, also, ich glaube, ich, weil diese Bandes, die habe ich hier dran geklebt, als Emma Geburtstag hatte, ja. Und das stand hier aber auch nicht früher. Was ist das für ein komischer Eintopf? Also, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war, die hier reinzulassen. Was redet die von einem Eintopf? Das ist ein Bällebad. Das fühlt sich ja seltsam an. Was ist denn da drin? Kann man das essen? Nein, das kann man nicht essen. Das sind doch Bälle zum Spielen. Das ist unser Bällebad. Komm da raus. Ach, früher stand genau hier mein Sofa. Und das war auch so bequem. Das ist aber nicht ihr Sofa. Also raus da. Das ist nur für uns Kinder. In welchem Ton sprichst du, kleiner Knirps, eigentlich mit mir? Hast du keinen Respekt vor einer älteren Dame?
Oh, oh, also jetzt ist aber die alte Frau ziemlich böse. Okay, also, können Sie bitte das lassen und aus unserem Bällebad rausgehen? Das ist nur für uns, danke. Ach, schon besser, aber eine gute Erziehung hast du nicht genossen. Das werde ich ändern. Ach, Mann, jetzt ist sie endlich raus. Was wollen Sie eigentlich hier? Also, wenn Sie zu unserer Brigitte wollen, unsere Erzieherin, die ist oben, einfach die Treppe hoch, ja. Yep. Du kleiner Frechdachs, wie heißt du eigentlich? Ich heiße Emma Vogel, wieso? Was, warum fragen Sie das? Emma Vogel, also die muss auf jeden Fall bei mir in die Schule gehen. Und Kinder, ich gehe jetzt nach oben zu eurer Erzieherin. Emma, die alte Frau ist wirklich komisch. Bist du dir sicher, dass das nicht deine Oma ist? Warum wollte die denn wissen, wie du heißt? Nein, das ist nie im Leben meine Oma. Die sieht zwar ganz schön so aus wie sie, hat die gleichen Klamotten an, aber die Haare sind anders. Und außerdem, meine Oma weiß, wie ich heiße. Keine Ahnung, was sie von mir wollte. Also, Emma, ich habe mit Brigitte gesprochen. Und die hat gesagt, für dein schlechtes Benehmen sollst du mit mir mitkommen und bei mir in die Schule gehen. Wie, was für eine Schule? Ich gehe doch nicht in die Schule, ich gehe erst in die Kita. Und das hat Brigitte gesagt, dass ich mit ihnen mitkommen soll? Hallo, wo wollen Sie denn hin mit Emma? Keine Ahnung, aber ich komme bestimmt gleich wieder. Meisenweg 7. So, Emma, du kannst dich hier in den Kinderwagen setzen. Wie, was? Ich kann auch schon laufen. Warum muss ich denn in so ein blödes Teil rein? Mann! So, und jetzt, wo fahren wir denn jetzt hin? Nein, Meisenweg 7. Alles klar da unten bei euch? Hallo, Kinder. Na, habt ihr immer noch Spaß? Moment mal, aber da fehlt doch jemand. Wo ist denn Emma? Hat jemand von euch Emma gesehen? Könnt ihr mir was dazu sagen? Warum denn? Also, du hast doch gesagt, sie soll mit dieser alten Frau in Meisenweg 7 gehen. Bitte was? Mit einer alten Frau? Ich habe keine alte Frau gesehen. Hier war eine alte Frau drin? Meisenweg 7? Oh, ich glaube, das ist kein gutes Zeichen. Ich glaube, die Frau war wirklich böse. Du wirst jetzt erstmal noch Tischmanieren erlernen. Dafür Mund auf. Hä? Aber ich esse doch kein Babybrei. Ich kann schon richtige Sachen kauen. Mann, ist ja ätzend. Da sieht die alte Frau aber sowas von verplappert. Meisenweg 7. Es handelt sich hierbei um eine Entführung. Können Sie jetzt endlich mal was machen, statt da nur rumzustehen? Meine Tochter ist da drin. So, meine Kleine, jetzt noch das Fläschchen. Ich will das nicht. Sofort die Flasche fallen lassen. Ja, runter damit, alte Dame. Oh nein, die Polizei. Dabei habe ich doch nur versucht, ihr etwas beizubringen. Mir etwas beibringen? Ich glaube, die hat mich einfach hierher gelockt. Irgendwas mit der Kita. Und jetzt denkt sie, ich bin ihr Baby oder so. Und dann noch Berge von Puppen. Was ist das denn hier? Eine verrückte Puppensammlerin oder wie? So, Sie sind jetzt festgenommen. Alles, was Sie sagen wird und kann vor Gericht gegen Sie verwendet werden. Aber dabei wollte ich doch nur eine lebendige Puppe haben. Und Emma, die ist frech gewesen. Emma, da bist du ja. Wie kommst du denn hierher? Mama, Gott sei Dank bist du hier. Ich glaube, die Oma dachte, ich sei Pinguin. Wie heißt der? Pinocchio, ja. Und dass ich irgendwie lebendig bin und ach, keine Ahnung. Ach je, Emma, wie konntest du denn mit jemandem Fremdes mitgehen? Ich verstehe das alles nicht. Ich habe dir das doch beigebracht. Nicht mit Fremden mitgehen. Hey, halt, wie gehen Sie denn mit einer alten Dame um? Warum legen Sie mich in Handschellen? Also, ich glaube, von ihr geht keine Gefahr aus. Ich glaube, die Handschellen sind ein bisschen übertrieben. Leute, also ich sollte hier... Ich glaube, wir können sie erstmal wieder befreien. Handschellen weg, bitte. Ach, schon viel besser. Die Teile haben ganz schön an meinen Handgelenken gedrückt. Ach, und wo Sie jetzt schon mal hier sind, ich würde Ihnen sehr gerne etwas anbieten. Anbieten? Wie meinen Sie das? Bitte? Hier, kosten Sie mal von meinem selbstgemachten Brei. Da ist Hafer drin. Ganz lecker. Oh Mann, ja, diesen Brei muss ich auch probieren. Ich wollte ihn nicht. Mann, ich habe doch schon Zähne. Das ist was für Baby. Wie? Brei mit Hafer? Also, ich muss schon sagen, ich glaube, das ist der leckerste Brei, den ich jemals gegessen habe. Oh, und Sie, probieren Sie doch mal hier. Das ist selbstgemachte Vanillemilch. Also, ich traue meinen Augen nicht. Die Oma füttert gerade die Polizisten mit einem Fläschchen. Hä? Ach, herrje, jetzt habe ich das fast vergessen. Ich habe doch noch Plätzchen im Ofen. So, wem darf ich jetzt noch einen Kakao oder einen Tee einschenken? Also, ich würde einen nehmen und können Sie mir mal verraten, was Sie jetzt in der Kita wollten? Kita? Ich war in keiner Kita. Aber Moment, also ich habe da früher mal gewohnt, da wo jetzt die Kita ist. Heute war ich nur im Einkaufszentrum, den ganzen Tag. Oh Mann, ich glaube, die kann sich an gar nichts mehr erinnern. Scheint es einfach nur zu genießen, dass wir jetzt hier sind. Naja gut, ich nehme noch ein bisschen was von dem Brei. Emma, ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir verschwinden. Die Oma ist jetzt beschäftigt. Ach, die stopft auch die Polizisten richtig voll. Ja, genau wie bei meiner Oma. Da muss ich auch immer so viel Pudding essen, obwohl ich gar nicht mehr will. So, Kinder, das war's dann für heute. Ihr habt keine Hausaufgaben auf, also viel Spaß. Oh yes, super, Frau Chillig. Bis morgen. Dann kann ich ja noch mehr Minecraft spielen. Klasse. Bis morgen? Was meinst du damit, Julian? Wir machen doch gleich unseren Ausflug. Ich sag mal, Julian, du konntest das vergessen. Wir wollen doch heute in die Skihalle. Oh, was? Skihalle? Oh, es hat doch noch gar nicht geschneit. Okay, es ist kalt, aber wo ist der Schnee?
Ja, deswegen ist das doch in der Halle, in einer Skihalle eben. Also Kinder, ab nach Hause mit euch. Wir treffen uns in anderthalb Stunden am Bus. Oh, ich wette, Mama und Papa, die haben das vergessen. Jetzt schleiche ich mich einfach rein, bin ganz ruhig, gehe in mein Zimmer, zocke Minecraft und dann war's das hier. Ich muss nicht in die Skihalle. Ach Julian, da bist du ja endlich. Ich habe mich schon umgezogen. Ich bin so aufgeregt. Ich werde dir heute deine Klasse begleiten. Was? Wie bitte? Du kommst mit, Mama? Oh, toll. Das war's mit meinen Plänen. Tschüss, tschüss. Julian, ich habe hier schon Essen vorbereitet, aber wir haben nicht so viel Zeit. Am besten ziehst du dich flott um. Deine warmen Wintersachen liegen schon oben in deinem Zimmer bereit, Julian. Ja, dann gehe ich mal ganz, ganz schnell nach oben und vielleicht komme ich auch gleich mal runter. Julian, also ich wäre ja sowas von gerne mitgekommen, aber ich muss auf Hannah und Emma aufpassen. Ach, schade. Und kann ich nicht auf die beiden aufpassen? Ich gehe jetzt erstmal nach oben. Ich hoffe, ich komme nicht mehr runter. Oh nein, mein Albtraum wird wahr. Das ist doch nicht Mamas Ernst. Oh, nicht dieser krassliche Pulli. Oh, ich konnte den letztes Jahr schon nicht leiden und jetzt schon wieder. Wieso? Womit habe ich das noch verdient? Oh, ich sehe so aus wie so ein Winterclown. Ja, Julian, der Winterclown. Oh, Julian, ich liebe dieses Winteroutfit einfach an dir. Das sieht so süß aus. Schön. So, und jetzt ab nach unten. Sie kommen sonst zu spät. Ha, Julian, wie siehst du denn aus? Oh, sogar Hannah ist es aufgefallen. Ich sehe aus wie ein Winterclown. Bald im Kino. Hannah, warum denn? Ich finde, er sieht total süß aus in dem Outfit. Ja, ich meinte ja auch gar nicht, dass das Outfit nicht cool ist. Ich fand es nur so komisch, weil Julian doch sonst immer was anderes anhat. Naja, Julian hat es ja nicht ohne Grund an. Wir gehen heute in die Skihalle mit Julians Klasse. Also das mit rumbleiben hat nicht so gut geklappt. Aber ja, ich könnte hier das Ding hier essen, also die Würstchen und hier alles und dann sagen, oh, mir ist so schlecht und ich möchte nicht mitkommen. Ja, super Plan, Julian. Julian, ich glaube, das ist jetzt wirklich genug verdrückt. Du musst dich später ja noch ein bisschen bewegen. Wir müssen jetzt los. Also Mama, ich finde das wirklich sehr, sehr gut von dir und du bist eine richtig tolle Mama. Aber du musst nicht mitkommen. Bleib doch zu Hause. So, der erste Bus war schon voll, der ist schon auf dem Weg und jetzt ab in den zweiten bitte. Hey! Max, sag mal, warum hast du nicht deine Winterklamotten an? Ist dir das nicht zu kalt so? Anna, Schatz, das ist eine gute Frage. Also, ich habe meine Winterklamotten nicht an, weil, naja, ich komme nicht mit. Nicht? Nee, ich komme nicht mit. Aber ich habe Leute, die mich vertreten. Also, der Herr Fit und Mr. Handsome. Ja, die werden das schon toll machen. Besser als ich. Hey, let's go, guys. Wollen wir jetzt in den Bus? Wir wollen langsam. Aber da fehlt doch noch jemand. Ja, Julian fehlt noch. Schon wieder. Julian, ich glaube, wir sind die Letzten. Familie Vogel ist jetzt auch da. Aber Julian ist nicht dabei. Mich darf keiner sehen. Ach, Frau Vogel, schön, dass Sie auch da sind. Wo ist denn Julian? Haben Sie den gar nicht mitgebracht? Natürlich habe ich den mitgebracht. Julian, jetzt komm mal da hinter mir weg. Wie sieht das denn aus? Versteck dich doch nicht. Ja, wow, hier bin ich. Ja, lacht ruhig. Alles gut. Ja, Julian, der Winterclown. Bald im Kino. Hm, super witzig. Danke. Hm, wieso den Winterclown? Was ist denn das da für ein Tier drauf? Soll das ein Wolf sein? Also ich finde den Pulli ziemlich peinlich. Den hatte ich letztes Jahr schon an. Wirklich? Ich meine, Winterklamotten sehen wir alle aus wie Marshmallows. Also ich finde den auch super peinlich. Das musst du ihm doch nicht direkt sagen, Steve. Wieso denn nicht? Wenn das hässlich ist, dann ist es hässlich. Nicht so wie mein Ding. Ich finde meins ziemlich cool. Ach, naja. Echt schade, dass Max nicht mitkommt. Aber wir müssen uns jetzt wirklich beeilen. Ab in den Bus, Leute. Hey, hässlicher Julian. Ich meine nur Julian. Wollen wir vielleicht im Bus nebeneinander sitzen? Ja, ich sitze neben dir. Aber wenn du aufhörst, hässlicher Julian zu sagen. Auch wenn es stimmt. Julian, aber ich dachte, wir sitzen zusammen. Du und ich, Mama. Also, ach, nicht. Okay. Frau Vogel, machen Sie sich nichts draus. Mein Mann kommt auch nicht mit. Vielleicht können wir hier zusammen sitzen. Ja, genau, Frau Vogel. Der Mann, der kommt nicht mit. Also ich komme nicht mit, weil ich ganz zufällig meine Klamotten vergessen habe. Skihalle. Also das hat mir jetzt noch gefehlt. Habe ich ja gar keine Lust drauf. Okay, Guys. Abfahrt. Tschüss. Viel Spaß. Oh yes. Und jetzt meine Serie gucken. Also gut, Kinder. Wir sind endlich da bei der großen Skihalle. Und ich glaube, das hier ist eher für Kinder gemacht. Aber ich werde mal mein Glück probieren und hier durchkrabbeln. Oh, jetzt müssen wir wirklich rein. Kann ich nicht im Bus warten oder so? Mache ich gerne. Kinder, kommt, das wird richtig cool. Los, der Schnee ist wirklich toll. Sag mal, Sarah, kannst du eigentlich Skilaufen? Ich habe das noch nie gemacht, glaube ich. Ich glaube, wir können das hier heute ausprobieren. Ich will das auf jeden Fall lernen. Also ich möchte das auch lernen heute. Jetzt wirklich, Steve? Du? Darauf hast du Lust? Also Kinder, ihr könnt euch hier wirklich frei bewegen. In die Richtung, da ist der Skilehrer. Hallo, Kinder. Hier. Ja, und wir Lehrer, wir sind dann da oben auf der Skihütte. Da könnt ihr uns finden. Ja, und so wie es aussieht, haben sich das schon Mr. Handsome und Herr Fit richtig gemütlich da oben gemacht. Na dann kann es ja losgehen. Ganz viel Spaß euch. Oh, das wird cool. Ja, das werden wir auf jeden Fall haben. Naja, dann wünsche ich euch viel Spaß. Ich habe keine Ahnung, was ich so machen soll. Wahrscheinlich hier langweilen bis zum geht nicht mehr. Oh, warte mal, was ist das denn? Ist das ein echter Eisbär? Oh, nein, ist kein echter Eisbär. Zum Glück, aber da kann man bestimmt hochklettern. Julian, wo bleibst du denn? Wir wollen alle gemeinsam Skikurs machen. Mach doch mit. Nein, ich bleib hier bei Bruno, so heißt der Eisbär nämlich. Keine Lust. Ach, Julian, ich werde jetzt da oben zu den Lehrern gehen, aber mach heute bitte keinen Blödsinn, okay? Hä, Mama, das brauchst du mir nicht jedes Mal sagen. Du weißt ganz genau, dass ich brav bin. Okay, vielleicht nicht jedes Mal, aber heute schon. Ach, Julian und brav, das kenne ich ja ganz anders. Was kitzelt mich denn da an der Nase? Aber Julian, komm schon, wir wollten das doch zusammen machen heute.
Also Steve, an deiner Stelle würde ich lieber weglaufen, weil Bruno, der hat mächtig Hunger. Was? Nein! Bruno, ich muss schon sagen, du bist ein echt cooler Typ, ein echt cooler Eisbär, also kühler Eisbär. Hast du verstanden? So, Kinder, seid ihr dann alle bereit für den Skikurs? Ja, wir sind bereit und ich will das auf jeden Fall lernen. Stopp, hier möchte noch jemand mitmachen. Hallo? Aber Julian, ich meine der hässliche Julian, der Feigling, der drückt sich noch. Hey, Steve, ich bin nicht hässlich. Ja, okay, mit diesem Oberteil schon ein bisschen. Und außerdem drücke ich mich nicht. Ich war schon im Skiurlaub, ich kann das. Und da gab es sogar richtigen Schnee. Wohl, also das ist ja wie richtiger Schnee. Ob ich so einen Schneeengel machen kann oder so? Oder Schneebälle? Oh yes, das war ein Volltreffer. Oh, jetzt schnell verstecken. Also auf Handfit habe ich gar keine Lust. Wer war das? Wer war das? Oh Mann, macht das Spaß. So, wer ist das nächste Opfer? Hat mich da gerade tatsächlich jemand mit dem Schneeball abgeworfen? Oh, ist das kalt. Jetzt läuft mir das auch noch hier in den Nacken runter. Oh. Aber wer macht denn sowas? Naja, Julian hätte ich das zugetraut. Aber welches Kind kann bitte so hoch und so weit werfen? Und Julian kann ich auch überhaupt nicht sehen. Der ist bestimmt da hinten beim Skikurs. Oh, ich bin einfach der Beste. Ich habe schon zwei Leute abgeworfen und jetzt verstecke ich mich erstmal. Und vielleicht jetzt mal einen Schneeengel machen. Vielleicht klappt das auch. Oh Mann, macht das Spaß hier. Sarah, das machst du klasse. Super. Findet ihr? Das macht Spaß. Schön draufbleiben. Oh, und dann ist jetzt wohl Sarah dran. Hey, wer war das? Ich hab Schnee auf dem Kopf. Ich sehe überhaupt niemanden. Naja, einfach weiterfahren. Nicht, dass ich noch umkippe. Ich muss mich konzentrieren. Oh yes, sowas von Volltreffer. Oh, das macht dir mächtig viel Spaß. Hätte ich das von vornherein gewusst, hätte ich mich auch nicht so angestellt. Und dann habe ich sogar einen neuen Freund hier gefunden. Einen tierischen Freund. Bruno. Boah, ich habe mich sowas von abgeschleppt. Diese ganzen Einkäufe sind so schwer. Kann mir mal jemand helfen? Oh, ich lasse das gleich fallen. Keine Zeit, Mama. Sorry. Gib mir sofort meine Puppe. Nein, sie gehört jetzt mir. Her damit. Die gehört jetzt mir, weil ich möchte nicht mehr mit dieser Puppe spielen. Und du sollst damit auch nicht mehr spielen, weil du willst mich immer einladen und Tee trinken. Darauf habe ich keine Lust. Oh, ich kippe hier gleich um mit den ganzen Einkäufen. Martin, wo bist du? Lass das jetzt alles hier einfach fallen. Ich krieg wirklich zu viel. Martin, hilf mir doch mal. Also das kann doch jetzt wirklich nicht sein. Eigentlich sollte er mir doch entgegenkommen schon an der Garage. Und jetzt? Wo steckt er denn? Jetzt nicht im Ernst. Martin, was machst du denn da im Kleiderschrank? Du solltest mir doch unten helfen mit den ganzen Einkäufen. Hallo? Soll ich dich jetzt aus dem Kleiderschrank ziehen oder was? Martin, hallo? Ja, Schatz, ich bin gleich draußen. Einen Moment. Martin, du solltest mir doch helfen. Zeit hilft mir keiner mehr hier. Ach, Schatz. Du nicht, die Kinder nicht. Was hast du denn da eigentlich in der Hand? Ich habe die alten Liebesbriefe wiedergefunden. Weißt du noch, die wir uns gegenseitig damals geschrieben haben, bevor wir noch verheiratet waren? Ernsthaft? Ja. Wo hast du die denn her? Die waren hier in meinem Schuhkarton. Da habe ich einiges aufbewahrt. Ich weiß, ach, da darfst du nicht reingucken. Süß. Emma, hier hast du deine Puppe wieder, aber du hast mir versprochen, keine Teepartys mehr. Na, endlich. Dann eben eine Kakaoparty oder Limo, ist mir total egal. Hey, was steht da denn? Hallo, meine Zuckerwatte? Wie, wir haben Zuckerwatte? Nein, Julian, das sind die alten Liebesbriefe von Papa und mir. Die haben wir uns gegenseitig geschrieben. Oh Mann, Papa! Also, das kann ich ja sogar sehen. Also, Rechtschreibung war nicht deine Stärke, oder? Julian, das muss jetzt nicht sein. Das war noch in der 6. oder 7. Klasse, also bitte. Also gut, Leute, bevor ich es vergesse, unten ist Pizza. Und bevor die kalt wird, bitte verdrücken. Oh, krass, ich bin erst da. Ich will alles. Ich. Julian, bitte ich. Ach, die sind so chaotisch. Ich werde mal hier eben noch aufräumen. Was klingelt denn da? Ach, das ist das Handy. Da hat mir wohl jemand wieder eine Nachricht geschrieben. Ich schau mal nach. Hallo, meine Liebe. Wer ist das? Wo kommen die ganzen Herzen her, hä? Was? Ich frag erstmal nach, wer das überhaupt ist. Wer ist denn da? Da bin ich jetzt mal gespannt, was da für eine Antwort kommt. Ist es vielleicht Martin, der mir jetzt von unten irgendwie schreibt mit einer anderen Nummer oder so? Martin, bist du's? Wo bist du, mein Sonnenlicht? Also, da spricht aber wirklich jemand in Rätseln. Also, dein Sonnenlicht bin ich ganz bestimmt nicht. Wobei, ein bisschen Sonne könnte ich auch vertragen. Also, ich bin zu Hause, aber sollte ich das jemandem schreiben? Ich bin doch gar nicht sicher, wer das ist. Das geht dich nichts an, schreibe ich. Es ist nicht Martin. Okay, ja, wer ist es dann? Keine Ahnung. Wer bist du? Also schnell tippen, das lag mir irgendwie noch nie. Schon gar nicht mit diesen komischen Smartphones. Braucht immer ein bisschen länger. Ich verstehe nicht, wie du mit so einem Typen zusammen sein kannst. Wie, meint er etwa meinen Mann? Was soll das denn heißen, so einem Typen? Ich schreibe ihm, ich habe deine Nummer nicht in meinen Kontakten. Der soll mal gefälligst sagen, wer er ist. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es ein Mann ist.
Irgendjemand, der vielleicht eifersüchtig auf Martin ist oder ihn nicht ausstehen kann. Wer sind Sie? Also, die Geduld habe ich vielleicht echt nicht. Wie kannst du nur mit diesem Gewissen leben? Habe ich irgendwas Schlimmes gemacht? Was für ein Gewissen? Ich bin mit meinem Gewissen auf jeden Fall im Reinen. Und ich muss dem auf jeden Fall gar nichts erklären. Worum geht's hier eigentlich? Warum schreibt mich die Person an? Claudia! Okay, definitiv geht's an mich. Ich dachte, es sei vielleicht eine Verwechslung oder so. Worum geht es überhaupt? Du weißt, wer ich bin. Ja, soll ich jetzt raten? Das kann jeder sein. Keine Ahnung. Ist es vielleicht Julian? Julian prankt wirklich ziemlich häufig Leute über WhatsApp, habe ich das Gefühl. Was ich so von Hannah und so gehört habe? Julian, bist du das? Ob er das jetzt wohl zugeben würde? Ich glaube, selbst wenn das wäre, würde er es nicht zugeben. Es geht um die große Liebe? Also für mich redet die Person wirklich in Rätseln. Warum ist es so schwer, einfach zu sagen, wer man ist? Ein Name und das reicht. Vielleicht weiß ich's ja. Vielleicht kenne ich die Person ja auch gar nicht. Also Julian ist es nicht. Kann ich das glauben? Es geht um die große Liebe. Ich bin glücklich verheiratet. Ich habe genug Liebe. Ich brauche keine weitere. Will mich da jemand vielleicht verkuppeln? Ich war immer für dich da. Also jetzt wird's wirklich ein bisschen gruselig. Wer war denn immer für mich da? Also, ist es vielleicht doch Martin? Die sitzen da unten und essen Pizza. Ob die jetzt wohl mich veräppeln hier oben? Ich habe deine Hausaufgaben gemacht. Also, dass ich Hausaufgaben gemacht habe, das ist schon wirklich sehr, sehr lange her. Das muss ein Missverständnis sein. Das schreibe ich jetzt auch zurück. Ich habe deine Wäsche gewaschen. Vielleicht meine Mama, aber meine Mama hat nie meine Hausaufgaben gemacht. Glaube ich zumindest. Oh, das ist ja echt ein Rätsel. Wie soll ich denn jetzt dahinter kommen, wer mir das schreibt? Ach, ich bin's echt leid. Ich habe Hunger. Ich will jetzt nach unten zur Pizza. Das kann es nicht. Also kein Missverständnis. Es geht definitiv um mich. Ich verstehe es einfach nicht. Ich komme nicht mehr mit. Tut mir leid. Vielleicht hört er jetzt auch mal auf, mir zu schreiben. Ja, Claudia ist mein Name. Ich liebe dich. Komm zu mir dann. Was ist das denn für ein Angebot? Ich weiß doch überhaupt nicht, wer das ist. Und außerdem, ich brauche doch niemanden mehr. Ich habe Martin, ich habe meine Kinder. Ich bin komplett. Also das ist jetzt wirklich nicht witzig. Da versucht mich jemand gehörig zu veräppeln. Egal, wer sie sind. Also, mich und meine Familie bringt auf jeden Fall nichts auseinander, falls er das jetzt vorhat. Es ist romantisch. Ich schreibe ihm, dass ich nur meinen Mann liebe. Ja, damit muss er sich jetzt zufrieden geben. Und natürlich auch meine Kinder. Das schiebe ich einfach noch hinterher. Damit er auch weiß, dass ich Kinder habe. Aber der scheint mich gut zu kennen. Och, wer ist es denn nur? Das lässt mir jetzt keine Ruhe. Hausaufgaben hat er gemacht? Meine Wäsche gewaschen? Immer diese bösen Smileys, die kann ich auch schicken, wenn ich will. Ich habe schon einen Verdacht. Bastian! Warum hat der denn meine Nummer? Die habe ich doch damals geändert. Und wieso schreibt er mir überhaupt Bastian? Ich dachte, ich sei ihn los. Oh, ich bin total vollgefuttert. Oh, ich kann nicht mehr. Oh, ich habe so viel gegessen. Nenn mich Elmar Rollmops. Ach Leute, das könnt ihr doch nicht wirklich machen. Ich habe auch Hunger. Wieso habt ihr denn die ganze Pizza aufgegessen? Oh. Ich finde das absolut frech von euch. Ich habe die besorgt, Claudia, Schatz, und dann... Ihr esst die einfach ohne mich. Ich kann eine neue bestellen. Beruhig dich. Ich werde mich nicht beruhigen. Warum nerven mich heute alle? Oh, Mann. Oh, also Papa, ich glaube, wir hätten die Pizza nicht komplett essen sollen. Aber die Pizza war einfach nur traumhaft lecker. Was sollen wir denn sonst machen, außer die zu essen? Ja, Kinder, macht euch keine Sorgen. Ich frag mal was nach, was bei eurer Mutter los ist.
Claudia, Schatz, ist irgendwas passiert oder so? Bist du immer noch sauer wegen dem Einkauf nicht tragen und sowas? Nein, deshalb bin ich nicht sauer. Ja, aber Schatz, irgendwas ist ja vorgefallen. Was ist denn passiert hier oben? Ach, rate mal, wer sich gemeldet hat. Mein Ex-Freund Bastian. Ich weiß nicht, wie er meine Nummer rausgekriegt hat, aber der hat sie auf jeden Fall gemeldet. Wie, dein Ex-Freund hat sich gemeldet? Claudia, und das heute, wo ich die Liebesbriefe raus... Also machst du das extra? Wieso sollte ich das extra machen? Er hat mich doch angeschrieben. Ich verstehe das nicht. Ach so, okay, jetzt verstehe ich. Ah, da können wir doch zusammenarbeiten. Na, warte, warte, wir kriegen das hin. Weißt du was? Wir schreiben ihm jetzt. Also du schreibst ihm und ich helfe dir. Meinst du, das ist eine gute Idee, Martin? Ah, ich sage dir, das ist die beste Idee. Danach will er nicht mehr mit dir schreiben, glaub's mir. Okay, dann probieren wir das mal. Ob das klappt? Natürlich ich, Claudia. Der hat mir wieder geschrieben. Was hat er denn geschrieben? Wo bist du, mein Schatz? Hallo, wo bist du? Der hat mich total hier genervt. Sag einfach, dass er dich in Ruhe lassen soll. Geh ran, hallo, schreib mir jetzt sofort. Lass mich in Ruhe. Ja, sehr gut, Schatz. Das kriegen wir hin. Einfach bestimmt. Ich hoffe, er wird's verstehen. Meinst du, er kann noch unsere Steuererklärung kurz machen? Was? Nein, also schreib du ruhig weiter. Ich frag mich echt, wo er meine Nummer her hat. Woher hast du überhaupt meine Nummer? Ich meine, im Telefonbuch stehen doch die ganzen Telefonnummern eigentlich nicht mehr. Nein, also die Handynummern nicht. Nein. Oh, ich hoffe nicht, dass irgendjemand von meinen Freundinnen oder so ihm die Nummern gegeben hat. Jetzt schreibt er wieder, ich finde alles raus. Oh. Der hat wohl wirklich recherchiert. Scheint ein Experte zu sein. Im Namen der Liebe, sagt er. Das ist ja schmutzig. Er ist wirklich ein bisschen verzweifelt. Was willst du überhaupt? Claudia, wann kommst du endlich zu mir? Wie wär's mit gar niemals? Nicht? Oh, der gibt echt nicht auf. Der ist sowas von hartnäckig. Mhm. Oh, er hat's doch schon echt oft versucht. Wann versteht er das endlich? Und was ist eigentlich mit Monika? Die haben sich doch gut verstanden. War mit der zusammen? Ja, die hatten doch auch... ich hab sie ein bisschen verkuppelt, aber ich glaube, es lief ganz gut. Die sind doch glücklich gewesen. Das frage ich ihn jetzt mal. Was ist mit Monika? Und die sind doch glücklich. Was schreibt er? Sodass wir beide einfach zusammen durchbrennen können? Also bitte! Wie alt ist der denn? Als ob ich 15, mit dem verschwinden 16? Würde. Er liebt Monika nicht? Mhm. Ach, die Arme. Durchbrennen, das will ich jetzt nochmal genauer wissen, was der für Pläne hat. Er ist wirklich ein bisschen verrückt. Ein bisschen? Schatz, bisschen ist gut. Ein bisschen viel verrückt. Ich bin nur glücklich mit dir. Woher will er das überhaupt wissen? Das ist doch Ewigkeiten her, dass wir zusammen waren. Wir gründen eine eigene Familie. Oh, ganz was? Klar, bestimmt. Mann, der hat wirklich Vorstellungen. Der hat sich das alles schon so zusammengereimt. Deine Kinder kannst du bei Martin lassen. Schatz, du willst ganz klar, nein, danke. Die Kinder alleine bei mir lassen, oder? Als ist ja ein bisschen anstrengend. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Würde ich nie machen. Kein Interesse. Ich sag ihm das jetzt nochmal ganz klar. Ich würde niemals meine Familie im Stich lassen. Schon gar nicht meine Kinder. Also der kommt wirklich auf Gedanken? Wie kann der nur sowas sagen? Da merkt man wirklich, dass er keine eigene Familie hat und keine Kinder. Was schreibt er da? Unsere Kinder nennen wir dann Ingrid, Horst und Kevin? Das ist aber eine komische Kombination. Ja. Das findet er gut? Okay, gut. Ach, je. Das kann man ihm wirklich nicht aus dem... Das kriegt man nicht aus ihm raus. Der hat sich echt ganz schön doll in mich verliebt, glaube ich. Aber ich will nichts von ihm wissen. Sie werden zuckersüß aussehen. Ganz bestimmt. In seiner Vorstellung. Nur im Traum. Wie ihre Mutter. Ich will nichts davon hören. Der soll mich endlich in Frieden lassen. Ich hole dich morgen früh ab. Wohin denn bitte? Der kommt hier morgen früh her? Auf gar keinen Fall. Was? Also wenn er hier auftaucht, dann gibt's mächtig Ärger. Und wir fliegen nach Play Mallorca. Zu dieser Jahreszeit? Das ist doch schlechtes Wetter, oder nicht? Ja, was will er denn da? Das schreibe ich mir auch nochmal. Ich werde nicht mit ihm dahin gehen. Und ich will da auch gar nicht hin. Das ist total schlechtes Wetter. Und selbst wenn, mit ihm würde ich sowieso nicht verreisen wollen. Das Wetter soll echt furchtbar sein, habe ich letztens erst gehört. Mhm. Aber wer weiß, er hat bestimmt schon Haus gekauft,
mit Ingrid, Horst und Kevin oder so die Kinderzimmer schon vorbereitet? Ja, ja. Dann gehen die Kinder und Martin weg? Oder? Nein! Die gehen nirgendwo hin. Ja, warte mal, der will hier in die Luxusvilla ziehen? Davon träumt er doch. Der packt seine Sachen. Ja. Hm. Also ich lasse den ganz bestimmt nicht rein. Das werde ich den Kindern auch nochmal sagen, dass sie nicht Fremden die Tür aufmachen sollen und schon gar nicht dem. Der soll jetzt wirklich mal aufhören mit dem Quatsch. Also langsam ist meine Geduld wirklich am Ende. Der wird nie mein Mann sein. Das kann ich dir auch nochmal sagen, Martin, falls du jetzt Ängste hast oder so. Der soll sich endlich damit abfinden. I love you, Bubu. Bubu? Was? Wer ist der Bubu? Keine Ahnung. Soll das ein Kosename sein? Ich kenne nur Honey Bubu. Und diese ganzen Emojis mit dem Küssen und dann... Ein bisschen zu alt dafür, habe ich das Gefühl. Ja. Oh Mann, ich finde es wirklich lächerlich. Das schreibe ich ihm jetzt auch nochmal. Er ist wirklich total verrückt und durchgedreht. Also wenn der hier auftaucht... Nee. Lass mich in Ruhe. Ja, wollen wir hoffen, dass das klappt. Der soll sich mal in Frieden lassen. Ich hau jetzt ab. Also mir reicht das. Ich muss nicht weiter mit dem schreiben. Ja, aber du hast ihm ja einiges klar gemacht. Aber Claudia, der versucht mich noch irgendwie weich zu kochen. Hey Mama, du, wir hatten ein schlechtes Gewissen, deswegen haben wir dir noch eine Pizza geholt. Also wir hatten eine bestellt und Mario von Marios Pizzablitz hat direkt was vorbeigebracht. Ja, lass es dir schmecken. Oh, das ist wirklich süß von euch. Danke, dass ihr an mich gedacht habt. Ach, ich werde euch niemals verlassen. Und das bestätigt das nochmal. Ihr seid wirklich zuckersüß. Oh, so lange darf ich auf die Pizza aber nicht gucken. Die hypnotisiert mich. Ich muss sie gleich essen. Ich muss die Pizza essen. Und diese Pizza ist nur für dich alleine, versprochen. Ach, danke Julian. Ihr seid wirklich total nett zu mir. Danke. Ach, diesen Bastian, das muss ich wirklich mir aus dem Kopf schlagen. Das muss jetzt ein Ende finden. Der wird damit sonst niemals aufhören. Der nervt total. Ich werde ihm das jetzt nochmal schreiben. Der muss wirklich mich in Ruhe lassen. Und damit muss er sich auch abfinden. Der kann sich nicht immer ständig bei mir melden. Wie lange soll das noch so gehen? Ich werde dich jetzt blocken. So nennt man das, glaube ich. Ihn ignorieren, die Nummer sperren. Der soll mir nicht mehr schreiben. Schreib mir nicht mehr. Und geh zurück zu Monika am besten. Die hat ihn wirklich geliebt, meine ich. Der hat seine Koffer schon gepackt, wie? Aber der wird hier nicht einziehen und ich werde auch nicht mit ihm nach Play Mallorca gehen. Wir werden nie ein Paar. Martin und ich sind eins. Wir sind eine Familie mit den Kindern. Nicht er? Ich liebe meinen Mann und meine Kinder. So. Ich weiß nicht, was ich ihm noch alles schreiben soll, damit er es endlich kapiert. Und würde sie niemals im Stich lassen. Das habe ich mir aber eben gerade auch schon erzählt. Ich glaube, langsam bin ich wirklich am Ende mit meinem Latein. So, jetzt verabschiede ich mich jetzt nochmal richtig. Mach's gut, auf Nimmerwiedersehen. Ich will echt nichts mehr mit dem zu tun haben, auch nicht befreundet sein oder so. Aber Bubu, ach, ich glaube, der nimmt mich überhaupt nicht ernst. Und der soll mich auch nicht so nennen. Bubu, so hat er mich nie genannt. Woher kommt dieser Spitzname? Oh, hoffentlich bin ich ihn jetzt endlich los. Ich habe jetzt seine Nummer blockiert. Der kann mir jetzt nicht mehr schreiben. Oh, Mama. Die Pizza war so lecker. Die war viel zu lecker. Tut mir leid. Oh, das war zu wenig. Ach, meine Süßen, ich kann euch einfach nicht böse sein. Jetzt habt ihr auch schon die zweite Pizza, die für mich auch bestimmt war, verdrückt. Ach, ich liebe euch einfach zu sehr, als dass ich böse sein kann.